Ta-ta-ta-ta-ta. Ich habe nämlich von Wizard of the Coast netterweise ein Magic-Paket bekommen. Und zwar haben die mir das Mutanten... wie heißt's? Mutantengefahr Commander-Deck von Magic geschickt. Also quasi Magic-Karten mit Fallout-Thema. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Magic. Wirklich, ich habe immer Yu-Gi-Oh! Gespielt. Ich kenne mich mit Magic leider nicht aus. Ich habe immer so ein bisschen neidisch auf Magic rübergeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte immer das Gefühl, Magic ist das, was die coolen Kids spielen. Aber ja. Hey, viel zu alt für. Vielen, vielen Dank für dein Abo. Oh nein, jetzt haben wir hier gar keine Alerts, ne? Ah, oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Okay, ich muss jetzt gucken und muss die Alerts selber vorlesen. Viel zu alt für im 6. Monat. Dankeschön. Weil Alerts haben wir jetzt bei der Kamera gar nicht. Hi, Geiber. Genau, und ich wollte mir jetzt mal die Karten mit euch ein bisschen angucken, weil ich finde einige Art-Designs schon sehr, sehr schön. Das gefällt mir schon sehr gut. Ich habe das Hauptpäckchen schon aufgemacht. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum da nochmal so ein Nebenpäckchen ist, wo irgendwie schon der Mothman wieder drauf ist. Die Karte habe ich schon. Und dann haben wir noch ein kleines Booster-Pack, das wir auch aufmachen werden. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob das Booster-Pack, das mit dabei war, immer das gleiche ist in dieser Box oder ob das zwei Random-Karten sind, die da drin sind. Ich weiß es nicht. Die gibt es theoretisch überall zu kaufen, glaube ich. Vor allem, also ich glaube, die Booster-Packs sind mittlerweile schwer zu kriegen. Aber die Commander-Decks, da gibt es 4 Stück davon, die kann man, glaube ich, so ziemlich überall kaufen. Die kann man überall kriegen. Guck mal, lasst mich mal schnell testen. Wenn ich euch hier die Karten hinlege, sieht man dann was? Nicht wirklich, ne? Kann ich das irgendwie erhöhen? Oh, wartet. Ich habe eine Idee. Ich werde mal meinen alten GameCube hier ausgraben. So, das ist schon besser. Das ist doch schon besser, oder? Vielleicht legen wir noch Eternal Darkness drunter. Schon mal Foreshadowing. Dann könnte ich die Karten vielleicht hier hinlegen. Scharf stellen sollte es vielleicht noch, das wäre gut. So richtig scharf wird es nicht, ne? Nee, es hatte es schon. Was machst du, Kamera? Du warst schon scharf und dann hast du aber wieder zu weit gedreht. Du bist zu weit gegangen, Kamera. Na? Na? Jetzt ist sie ganz kaputt. Naja, okay. Die schönen, die ich wirklich cool finde, ich lege euch die jetzt einfach mal hin und die ich wirklich vom Artwork her nice finde, die zeige ich euch ein bisschen besser in die Kamera. Hier haben wir zum Beispiel eine Meyerlurk-Königin. Kamera, so wird das nichts mit dir. Ich weiß wirklich nicht, was da los ist mit der. Was sieht man es einigermaßen? Einigermaßen, ne? Uah, fliegen mir die Karten entgegen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, das sind viele. Hier haben wir Piper. Red Storm, das sind hier so die normalen Karten. Kampf um Project Purity, das ist natürlich auch schön. Wilde Ghule. Hier haben wir Hancock. Wupp. Ich weiß nicht, warum die Karten so rutschen. Magie. Oh, das sind zu viele Karten. Wisst ihr was? Ich glaube, ich kann euch nicht alle da hinlegen. Das dauert zu lange. Ich suche jetzt mal ein paar raus, die mir sehr gut gefallen. In dem Commander-Deck, das ich hier habe, sind eben wirklich so mutierte Gestalten. Hier haben wir zum Beispiel Lily Brown. Eine meiner Lieblingsbegleiterinnen aus dem Fallout-Universum. Sehr geil finde ich hier zum Beispiel das Artwork. Das gefällt mir wirklich gut für die Powerfaust. Guck mal. Das ist sehr schön gezeichnet, finde ich. Der Punch in die Todeskralle. Bam! Finde ich schön. Die gefällt mir echt gut. Nice.
Oh, auch ein schönes Artwork von Strong, ne? To be or not to be. Strong, der versucht, Shakespeare zu lernen, zu verstehen. Ah, jetzt hat die Kamera scharf gestellt. Wir haben es geschafft. Guckt, schöner Shakespeare Strong. Das gefällt mir. Die Karten sind so rutschig, meine Güte. Was haben wir dann noch? Oh, guck mal. Oh, nice. Frank Horrigan. Yes. Hey, damit ist das Deck eh schon das mächtigste überhaupt. Wie will man irgendwie Frank Horrigan schlagen? Was kann in den anderen Commander-Decks drin sein, das mächtiger ist als Frank Horrigan? Kann man halt vergessen, ne? Kann man halt vergessen. Alpha-Todeskralle, auch schön. Nein, das ist ja, ich liebe alles daran. Hier haben wir Marcus, auch ein sehr toller Charakter. Ich wüsste nicht, wie ich die manuell einstellen könnte, die Kamera leider. Keine Ahnung. Ich muss mir vielleicht wirklich mal eine bessere Kamera einfach holen. Das ist im Endeffekt nur eine gute Webcam, aber halt nur eine Webcam, ne? Vielleicht bräuchte ich mal eine richtige. Oh, guck mal, das ist voll nice. Das ist eine sehr schöne Referenz hier auf der Karte. Das ist, jetzt fliegen mir die Karten entgegen. Das ist ein Mann mit zwei Handpuppen, ne? Seht ihr das? Und da hinten im Eck ist eine Vault Boy Handpuppe. Das ist eine schöne Referenz auf einen Comic, auf einen Fallout-Comic, das es gibt. Das offiziell Kanon ist über, ich weiß die Nummer von der Vault nicht mehr, ich kann es euch nicht sagen, 40 irgendwas, keine Ahnung, wo eben ein Mann mit einer Kiste von Handpuppen lebt. Ein sehr lustiges Comic, finde ich sehr lustig, dass da eine Referenz davon bei den Magic-Karten dabei ist. Hi Marcel! Finde ich sehr schön. Ein paar von den Karten gehe ich jetzt einfach durch, die seht ihr jetzt gar nicht, ne? Das dauert sonst zu lange hier. Aber sind schöne Motive, teilweise. Hier, damit ihr mal wieder was Neues seht, haben wir Blähfliegen und Red Kakerlaken. Oh, das Nachtvolk, auch sehr cool, finde ich. Raoul ist auch so ein Fan-Favorite, oder? Im Grunde ist Raoul so ein bisschen wie der Ghoul in der Serie, habe ich das Gefühl. Also wenn es Raoul nicht schon geben würde, dann wäre der, oder irgendwie so. So, jetzt wartet mal, es kommen noch ein paar sehr interessante Karten, nämlich. Wo sind sie denn? Ah, der Befehlsturm finde ich auch schön. Das Lucky. Ah, die Kamera nervt ein bisschen, ne? Immer eine Glückssache. Na komm, tu es. Ja. So. Kann von euch jemand Magic? Ich hätte jetzt Bock, Magic zu spielen, aber ich kann es halt leider nicht, ne? Keine Ahnung. Und dann haben wir natürlich quasi als Premium-Commander-Karten noch den Mothman, der quasi so ein bisschen hier mit Regenbogen. Der weise Mothman als Commander-Karte. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet der Mothman die Commander-Karte ist, ganz ehrlich. Da haben wir andere, die besser als Commander geeignet wären. Zum Beispiel der Meister, der neue Gott, awesome, schönes Artwork auch, finde ich, sehr schön getroffen, aber modern und ja, gefällt mir, schon cool. Ja, ist schon cool, ne, der Meister Frank Horrigan, das ist so, das sind genau meine Nostalgiekarten, die mag ich. Gerade so die schönen neuen Artworks von diesen alten Figuren. In den anderen Decks, die ich jetzt nicht habe, es gibt ja 4 so Starter-Commander-Decks, da sind auch wirklich so Begleiter aus Fallout 1 und 2 dabei, die noch nie so schön illustriert waren wie hier.
Das gefällt mir schon ganz gut. Zwei Decks habe ich noch. Ach, von Magic. Cool. Nice. Jetzt mache ich mal dieses kleine Päckchen hier auf, das noch dabei war. Ich verstehe nicht ganz, was da nochmal drin ist. Das sind irgendwie, glaube ich, so Markerkarten. Ne? Wie gesagt, da ich die Regeln von Magic nicht kenne, verstehe ich das alles nicht. Aber ich glaube, das sind quasi so Karten, die man irgendwo vorübergehend drauflegt, um irgendwas zu markieren. Aber die haben auch noch Artworks drauf. Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Und ich krieg die Tüte nicht auf. So. Hier haben wir nochmal eine Mothman-Karte. Ich verstehe nicht, warum die zweimal drin ist. Weiß ich nicht. Dann gibt es hier Aliens. Spielsteinkreaturen heißen die. Ja, das sind im Grunde nur Aliens und Zombie-Mutanten. Das sind die beiden Karten, die hier in vielfache Ausführung drin sind und dann noch Verstrahlung. Also wahrscheinlich wirklich irgendwie so Markerkarten, ne? So, ja. Okay. Cool. Die finde ich schon sehr schön. Okay, dann mache ich jetzt dieses Booster-Pack auf. Ich bin sehr gespannt. Da sollen jetzt nochmal zwei Karten drin sein. Collector Booster Sample Pack. Ja, dass Mothman eine Kreatur ist, ist mir klar. Unten rechts steht Angriff und Verteidigung. Aber das steht doch bei allen, oder? Wie gesagt, ich verstehe die Regeln nicht. Ich versuche jetzt mal, dass ich das hier irgendwie aufkriege. Es ist gar nicht so leicht. Ich will vor allem auch die Karten da drin nicht irgendwie kaputt machen. Kann man das hier hinten auseinanderziehen? Ja, ich habe es, glaube ich, gefunden. Wartet. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch bekommen haben. Achtung, ich habe es mir auch noch nicht angesehen. Oh, warte mal, das sind drei Karten? Ich dachte, das sollten nur zwei sein. Ach so, eins ist nur irgendwie Werbung oder so. Es gibt noch mehr, wo das herkommt. Hier, Werbekarte. Okay, Achtung, ich lege die beiden verdeckt hin. Und jetzt drehen wir die der Reihe nach um. Ich weiß es selber noch nicht. Und? Was ist das? Mr. Gutsy. Ja, ein Mr. Gutsy. Okay. Kamera, mach doch mal was. Ist der was wert? Ich glaube nicht, der ist nicht holographisch und nix. Naja, und? Heroic Intervention. Wahrscheinlich so eine Art Zauberkarte. Das ist Nick Valentine, der gerade einen Vault-Dweller von einem Laser beschützt. Es ist leider so unscharf, ne? Schade, schade. Na gut, leider keine super seltene Karte, die mir unendlichen Reichtum bringt. Ich dachte, ich werde in dem Stream jetzt reich und habe für immer ausgesorgt. Aber leider nicht. Leider wahrscheinlich eher gewöhnliche Karten hier. Naja, ich fand es auf jeden Fall echt nett, dass die mir das einfach so schicken, weil ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich mir mal so ein Booster-Pack kaufen will, beziehungsweise so ein Commander-Deck. Und jetzt habe ich eins bekommen und finde die Karten schon ganz schön. Da ist dann noch so ein Lebensenergierad dabei, ne? Ja, aber ich werde es leider nie spielen, befürchte ich. Schade, schade. Aber gefällt mir. Schöne Artworks auf jeden Fall. Ja. Mag ich. So. So viel dazu. So viel dazu. So viel dazu. Und jetzt geht's weiter. Ich muss schnell ändern. Mit Eternal. Habe ich irgendwie falsch geschrieben? Warum findet Twitch das gerade nicht? Moment. Mit Eternal Darkness Sanity's Requiem. So geupdatet.
eines meiner absoluten Lieblings-Survival-Horror-Spiele, wenn man es so nennen will. Horrorspiele auf jeden Fall. Und mit Sicherheit das beste Cthulhu-Spiel, das kein Cthulhu-Spiel ist, würde ich mal behaupten. Ich bin ein sehr großer Fan davon. Ich mag das wirklich gern. Und ja, da machen wir jetzt heute weiter. Wir haben beim letzten Mal mein wirklich am wenigsten Liebeskapitel hinter uns gebracht, das vom Architekten. Und jetzt kommt ein sehr cooles Kapitel, nämlich der Erste Weltkrieg-Reporter. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Es gibt Länder, Zauber und Kreaturenkarten. Okay, es ist so ein bisschen wie Yu-Gi-Oh! Auch. Ich habe auch Länderkarten gesehen tatsächlich in dem Deck. Da waren so verstrahlte Sümpfe und Wälder und Ödland. Aber da waren die Artworks... Das sah halt einfach aus wie Fallout 4, basically, ne? Da waren die Artworks jetzt nichts Besonderes, aber ja. Schon schön. Darf ich dich fragen, was du für ein Mikrofon benutzt? Ich habe von Rode... Wie heißt denn das? Von Rode, dass das so aus. Ich hoffe, das hilft. Und ganz viel Katzenhaare auf dem Popschutz, natürlich. Aber die sind maßgeschneidert von mir angefertigt. Das wird nicht so ausgeliefert. Die muss man selber drauf machen, die Katzenhaare. Leider. Okay, Eternal Darkness. Wir haben jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Und irgendwie ist das Spiel, glaube ich, abgestürzt. Ach so, nee, warte, mein Controller hat sich ausgeschaltet. Haha, kann auch sein. Okay, cool. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz in die Steuerung reinkommen. Okay, passt. Kriegen wir schon hin. Gut, dann lesen wir jetzt das nächste Kapitel. A War to End All Wars. Nee, ich will's auch nicht. Ich habe mich verdrückt. Jetzt. The War to End All Wars redefined how mankind looked at war and the value of human life. Over 19,000 men lost their lives every day in the trenches of the Somme. Some say uselessly, some invoke a higher cause. I read accounts of the slaughter from many journalists who spent time in the trenches, but I found the account of a certain Peter Jacob to be the most horrible of all. His implication about the ancients' involvement with the war was hideous and so obvious. With the horror of the Battle of the Somme scant miles away and the distant echoes of pounding artillery, a young journalist named Peter Jacob researched his latest story from the front lines. His grim task brought him to Oubliette Cathedral, now transformed into a field hospital. In der Kathedrale waren wir schon öfter. I find no solace in the purpose behind all the senseless violence that surrounds me. Young men die at a rate unheard of in centuries of warfare. Und sie entwickelt sich Schilling, immer wieder ein bisschen weiter auch, ne? Mustard gas, rip, pierce, burn to flesh. Jetzt ist sie zu einem Lazarett umgewandelt. To stop the insidious gas. The hospitals here cannot cope with the torrent of wounded. Nächsten Monat kommt Assassin's Creed Magic. Ah, ja, genau. Die machen ja aktuell so dieses Multiversums-Zeugs, ne? Ihre Crossover-Aktionen. Finde ich grundsätzlich cool. Bei uns in der Schule war immer Yu-Gi-Oh! Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Deswegen kenne ich mich mit Magic leider auch nicht aus. Mich würde es ja echt selber interessieren, aber was willst du machen? Okay, wir haben den Brief eines Soldaten. Er wurde am Dienstag in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an meinem Bein war gering. Aber er konnte nie wieder, ihm war klar, dass er nie wieder normal laufen kann. Er hasst diesen Ort.
Und jeden Tag erinnert er ihn dran, dass die Dinge nie wieder so sein werden oder er kann nie wieder das machen, was er liebt. Das Krankenhaus ist ein sehr seltsamer Ort. Eine alte Kathedrale, die umgewandelt wurde und irgendwas ist mit der Atmosphäre hier. Still. But for the words of the wounded calling out in the night. Also er ist sich sicher, die Kathedrale ist verflucht. Geister. What I find most odd is this place. In this place is that you never see anyone leaving during the day. It's not right. No goodbyes or farewells. Also tagsüber verlässt niemand die Kathedrale. Just an empty bed when you wake. Nur leere Betten, wenn man aufwacht. Als Reporter haben wir witzigerweise auch nur als Waffe am Anfang so dieses alte Fotografie-Blitzdingsbums. Mehr haben wir nicht. Damit können wir... Ja, was können wir damit? Eigentlich nichts. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich rausfinden, wie man sprintet, weil ich es nicht mehr weiß. Hallo, Grummel. Kannst du mal zu einem Magic-Treffen gehen, wenn es dich interessiert? Ja? Ah, ich habe den Laufknopf gefunden, Gott sei Dank. Vielleicht. Okay, die Wache huscht uns von der Orgel weg. Es ist eine Antiquität, die den Krieg überlebt hat. Und so soll es auch bleiben. Und die Wache zeigt uns deutlich, dass wir da nichts zu suchen haben unten. Ein versiegelter Umschlag. Den öffnen wir und wir haben die Befehle des Soldaten gefunden. Und das können wir nicht benutzen. Hä? Ich will's lesen. Ach so. Ich glaube, das ist nicht für uns zu lesen. Ich glaube, das ist ein Questgegenstand. Ich glaube, das geben wir jetzt irgendeinem von den Soldaten und dann wieder weg. So war das. Okay, die Wache sagt, hey Peter, hau sofort von dem alten Turm her ab. Das ist eine Restricted Area. Und jetzt gebe ich ihm die Befehle. Die Wache guckt sich die Befehle an. Die sind für jemand anderen. Na gut, dann schauen wir mal. Es hört sich so an, als wäre die Frontlinie ziemlich nah, oder? Meine Güte. Da wird er direkt vorm Lazarett gekämpft, quasi. Für jemand anders. Ich schätze mal, der Orgelmann will die Befehle auch nicht haben. Ne, dann gucken wir mal. Das heißt Eternal Darkness. Das Spiel. Und im Endeffekt ist das so ein bisschen Survival-Horror durch die Zeit. Wir spielen quasi Alex Roivers, die Erbin von einem, von einem relativ wohlhabenden alten Mann in einem britischen Anwesen. Und die findet eben, die versucht den Mord ihres Großvaters eben aufzuklären und findet den Tome of Darkness, so ein uraltes magisches Buch. Und in diesem Tome oder im Haus verteilt findet sie einzelne Kapitel und jedes Kapitel spielen wir hier quasi in der Vergangenheit. Okay, das waren die Befehle für ihn. Deswegen muss er jetzt leider weg. Dann können wir da wohl reingehen. Wir sind halt ein neugieriger Reporter, ne? Wir wollen natürlich hier alles erkunden. Ah ja, ein Revolver. Und ein Stromausfall. Haben wir schon eigentlich Munition? Ja, immerhin. Wir haben 6 Schuss für den Revolver. Oh. Ja,
genau, ich habe das Gamecube-Spiel hier. Jetzt kriegen wir den Tome of Darkness. Of Eternal Darkness. So viel Zeit muss sein. Hallo, SG5. Es geht. Okay, wartet mal. Jetzt, wo wir den Tome of Darkness schon haben, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist auch schon wieder so lange her, dass wir das gespielt haben. Ich muss schnell gucken, was ich für Quick Spells habe. Aha, wartet mal. Angela Carver McElroy. Ich verzauber mal unsere Pistole mit blauer Magie. Bankrott Carver Santer. Mach uns mal ein Schutzschild. Dann haben wir nämlich auch gleich ein bisschen Licht dadurch. Die Lichteffekte waren da noch damals. Oh, das ist ja nett. Warte mal, ich muss mich an die Steuerung erinnern. Hey, wenn wir unser Schutzschild nicht hätten, hätte ich echt ein Problem. Hey, irgendwie weiß ich wirklich nicht mehr, wie die Steuerung ist. Ah, jetzt habe ich es. Gott sei Dank. Alles gut. Okay, das war leider alles, was wir in Munition hatten. Aber ich kann mich wieder an die Steuerung erinnern. Das ist auch nicht schlecht. Immerhin. Na gut. Dann heißt es jetzt wahrscheinlich eher erstmal durchlaufen. Wartet mal, lag da was auf dem Altar? Ich muss noch mal hochgehen. Ah, ich kann nicht hochgehen. Weil ich immer größer und größer werde. Ah, okay. Da liegt definitiv ein Gewehr auf dem Altar. Das könnten wir jetzt brauchen. Ich weiß nicht, warum das da liegt. Aber das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So, jetzt mal kurz Verschnaufpause. Angela Carver McElroy. Ist da. Achso, das ist eine Ratte. Ich dachte, da liegt irgendwie so ein Hebel oder irgendwas. Keine Ahnung. Mega weird. Okay, Revolvermunition. Kann man immer brauchen. Sehr gut. Kannst du das Spiel ein bisschen leiser machen? Ja, das kriegen wir hin. Moment. Ist es so besser vielleicht abgemischt? Wartet mal. So. Schauen wir mal, ob es so besser ist. Sag mir Bescheid. Gewehrmunition, sehr gut. Die nehmen wir mit. Waffen aufheben klingt wie ein Engel. Ja, alles klingt hier wie ein Engel. Ein Kirchenchor. Ist das heute das einzige Spiel? Ja, ja, das ist heute das einzige Spiel. Heute ist unser Bonustag. Aber ich überlege tatsächlich, ob wir den Bonustag ähnlich aufsplitten wie den Haupttag, den Dienstag. Weil ich hätte tatsächlich auch für das Fallout-Thema, das ja jetzt dazugekommen ist, Ideen für Bonis. Und vielleicht könnte man da auch so 2 Stunden Resident Evil thematisch passenden Bonus, so wie jetzt hier Eternal Darkness, und 2 Stunden Fallout passenden Bonus machen, wo ich wie gesagt auch ein paar schöne Ideen hätte. Na, mal schauen. Ich habe 12 Deckbauboxen und noch ein paar fertige Decks. Bin seit über 20 Jahren am Magic zocken. Sehr cool. Ja, das Einzige, was ich noch habe, ist mein altes Yu-Gi-Oh! Deck und ich finde leider nicht mal mehr alle Karten. Nein, der hat mich nachladen gehört, der Trapper. Dammit. Aber ist in der Regel gar nicht so schlimm.
Ja, ist ja wurscht, dann gehen wir halt dahin. Diese Trapper-Dimensionen sind ehrlich gesagt immer gar nicht so schlimm. Ich hätte gerne eine Nahkampfwaffe, ehrlich gesagt. Das wäre cool, gerade so gegen die normalen Zombies. Unser Peter ist schon ganz schön wahnsinnig. Der ist schon ganz schön verrückt. Oh, da steht ein Trapper direkt vor mir. Dass der mich nicht gehört hat. Glück gehabt. Er ist tot, Jim. Ein Opfer der Kathedrale. Und nicht durch Kugeln und Bajonetts. Es ist so dunkel, ey. Ich hoffe, ich finde bald den Generator, damit wir ein bisschen Licht machen können. Aha, neben dem Generator ist ein Sicherungskasten, aber die Sicherung ist rausgeflogen. Aber zum Glück haben wir unseren Glückspenny dabei. Den haben wir jetzt eingesetzt. Aber das reicht noch nicht. Aber hier ist ein Hebel, ne? Den drücke ich jetzt mal. Okay, man hört Metall auf Metall, aber es passiert nichts. Es ist kein Dampf, das im Dampfgenerator. Also wir müssen erst noch irgendwas anderes machen. Dann gehe ich mal gegenüber noch rein. Okay, wir drehen am Rad. Ich drehe wirklich am Rad, ey. Okay. Schauen wir mal, ob das geholfen hat. Vielleicht haben wir jetzt das Dampfventil geöffnet, quasi. Jetzt probiere ich den Hebel nochmal. Is the circuit broken, sagt sie jetzt. Ich dachte, den haben wir schon repariert. Oder hat's mir den Penny wieder zurückgegeben, weil ich zu früh dran war? Ja, tatsächlich. Amazing. It works. The fuse has been replaced. Sehr gut. Und dann pullen wir den Hebel. Endlich wieder Licht. Oh, das ist schon angenehm. Jetzt sehen wir wieder ein bisschen was. Das ist gut. Jetzt nehme ich mal unser gutes Gewehr, würde ich sagen. Aber ich verzauber es noch mal kurz. Da ich am Anfang so Probleme mit der Steuerung hatte. Mache ich uns auch gleich nochmal ein Schutzschild. So, jetzt können wir nochmal ganz anders erkunden hier. Creepy Geräusche. Ich heile übrigens, also falls ihr es nicht wisst, ne? Eternal Darkness ist deswegen so besonders und hat so einen hohen Stellenwert auch unter Fans, weil das eben so eine relativ einzigartige und vor allem damals halt einfach super innovative Wahnsinnsmechanik hatte. Unsere Figuren haben eben nicht nur eine Lebensenergie und eine Mana-Anzeige, sondern auch eine psychische Gesundheitsanzeige. Und je mehr unsere Hauptfigur erlebt, je mehr die irgendwie an Monster trifft, je mehr die töten muss und je mehr schlimme Sachen passieren, desto wahnsinniger wird unsere Hauptfigur. Und das zeigt sich dadurch, dass Sachen passieren. Ich glaube, das ist jetzt gerade wirklich passiert. Aber es gibt quasi Halluzinationen, es gibt Visionen, die teilweise für Charakter auch einzigartig sind, die nur ein gewisser Charakter in gewissen Locations haben kann. Es passieren Sachen, die nicht real sind. Und es fällt manchmal schwer zu unterscheiden, was Realität ist und was nicht. Ich befürchte, das ist gerade der. Die beiden sind gerade Realität, befürchte ich. Ich
Ich bräuchte wirklich eine Nahkampfwaffe. Die sind nämlich leider schnell. Die können sehr gut ausweichen. Deswegen sind die mit Schusswaffen immer sehr schlecht zu bekämpfen. Hi, Chris. Oh, und jetzt haben wir unseren Kopf verloren. Das passiert manchmal. Ist nicht weiter schlimm. Ah, jetzt haben wir unseren Arm verloren. Ah, das ist... Noch können wir schießen. Alles gut. Damn it. Ich hätte es nicht verschreien sollen. Ein wandelnder Torso. Und jetzt haben wir nicht mal mehr einen Torso. Aber natürlich war alles nur eine... Wie ich gerade gesagt habe, ne? Nur eine Vision. Hast die so. Ich hasse die so. Die sind wirklich nervig. Okay, zum Glück habe ich noch ein bisschen Munition gefunden. Schnell nachladen. Sehr gut, die bringen sich gegenseitig um, weil sie kopflos sind. Ein bisschen zumindest. Oh, hier ist viel Munition. Das lohnt sich, hier reinzukommen. Trotz der vielen Zombies hier auch. Okay, meine Güte, das hat... Oh. Auch das war nur eine Horrorvision. Keine Sorge. Ja, das war sehr lustig. Für einen kurzen Moment, obwohl ich es kenne, ne, für den Bruchteil einer Sekunde hat es mich gerade verarscht, das Spiel. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Für einen kurzen Moment dachte ich, na super, jetzt haben wir den Salat. So, wir haben jetzt eine Fackel. Das ist nicht die beste Nahkampfwaffe, aber wenigstens sehen wir jetzt was und können uns ein bisschen verteidigen gegen im Monster, im Nahkampf auch. Jetzt werde ich aber mal kurz, was wir haben, nachladen. Moment, kann ich das hier vielleicht machen? Ach, Quatsch. Mit der Munition auf jeden Fall nicht. So. Und den Revolver auch. Sehr gut. Und jetzt werde ich, glaube ich, das Gewehr noch mal schnell verzaubern, vorsichtshalber. Und wir brauchen definitiv ein Schutzschild, weil gegen die roten Körperfresser können wir noch nicht viel tun. Oh, das war falsch. Das war der falsche Zauber. Ich habe versehentlich einen Heilzauber gewirkt, den brauchen wir gar nicht. Aber Mana regeneriert sich zum Glück von allein in dem Spiel. Ich kann mich an das Kapitel gar nicht mehr so genau erinnern. Ich hoffe, wir finden hier irgendwie noch... Werde ich gerade schon wieder... Ich versinke im Boden. Nein! Peter ist sehr wahnsinnig, ey. Die Frequenz der Horrorvision, die wir haben, ist schon irre. Yes. Jetzt haben wir eine effektive Waffe gegen die kleinen nervigen roten Gegner im Spiel. Mit dem zweischneidigen Schwert können wir sehr viel effektiver kämpfen. Und verzaubert ist es auch noch. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz wenigstens ein bisschen unsere Psyche heilen.
weil ich werde gleich Menschen töten müssen. Ich werde gleich Menschen köpfen müssen, die von den Körperfressern übernommen wurden. Und das treibt die Leute sehr stark in den Wahnsinn. Und wenn ich da nicht irgendwie ein bisschen geheilt bin, dann wird das unangenehm. Wenn man nämlich überhaupt keine psychische Energie mehr hat und man kriegt psychischen Schaden, dann verliert man tatsächlich körperliche Energie und das will ich vermeiden. Hi Tommy, mit Fallout sind wir schon durch. Ich habe ein Fallout Magic-Karten-Paket bekommen und die haben wir uns angeguckt. Hi, Darkers. So, jetzt können wir hier ein bisschen aufräumen. In dem Spiel ist das Schwert einfach mächtiger als jede Schusswaffe. Es stimmt wirklich. Es stimmt einfach wirklich. Komm her, du Arsch. So. So, jetzt ist die Psyche wieder geheilt. Einigermaßen. So, was wir jetzt brauchen, ist ein Level 5 Erkennenzauber. Nee, warte mal. Oh, shit. Das ist schon ein hochleveliger Erkennenzauber. Den können wir noch nicht wirken. Da muss ich erst mal gucken, wo ich jetzt hin muss. Ich muss mich jetzt einfach mal ein bisschen umgucken. Wie gesagt, an das Kapitel kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Ich habe das Spiel sehr, sehr oft angefangen. In meiner Jugend, aber auch im Erwachsenenalter. Aber ich habe meistens tatsächlich immer nur die ersten paar Kapitel gespielt. Und dann habe ich es wieder liegen lassen und dann wieder von vorne angefangen irgendwann mal. Ne? Je später die Kapitel werden, desto weniger kenne ich die. Oder kann ich mich an die erinnern? Aber das finde ich ja auch gerade cool irgendwie. Mein Gott, hier sind so viele von denen. Und mein Schwert ist nicht mehr magisch. Ich hasse die. Das sind wirklich die schlimmsten Gegner. Das sind nämlich so ziemlich die einzigen Gegner im Spiel, die tatsächlich einen One-Hit-Kill haben. Die können einen, wenn man nicht ein Schutzschild hat, so wie ich jetzt, dann können die einen tatsächlich One-Hit-Killen, weil sie sich in den Körper reinfressen und den übernehmen quasi. Und das ist nicht gut. Können wir hier irgendwas machen? Nee, aktuell nicht. Blutende Gemälde haben wir im Hintergrund, aber das ist ja normal für Eternal Darkness Verhältnisse. Dass die Wände bluten, das gehört dazu. Da wundert sich niemand mehr. Okay, wir haben zwar genug Angst, um eigentlich wegzulaufen, aber der Journalist in uns, der will unbedingt herausfinden, was hier in der Kathedrale vor sich geht. Was auch immer passiert. Bis zum blutigen Ende. Okay, Peter. Wenn du meinst, ich muss ganz ehrlich sagen, was wir draußen so hören, ist vielleicht auch nicht unbedingt besser wie das, was wir hier drin in der Kirche finden. Ich bin mir nicht sicher. Beides ist unangenehm. Werde ich lieber von einer Bombe gesprengt oder von Körperfressern gefressen? Ich glaube tatsächlich lieber von einer Bombe gesprengt, muss ich sagen. Das geht schneller, glaube ich. Und jetzt geht er ab. Peter kann auf jeden Fall besser Klavier bzw. Orgel spielen als Chris. Hier brauchen wir keine Rebecca.
das schon mal gut. So, wir haben anscheinend einen Türgriff gefunden, ne? Aber ich habe noch gar keine Tür gefunden, für die der Türgriff wäre. Wir sind noch gar nicht auf eine verschlossene Tür gestoßen, ne? Naja, wenn die Bombe gerade so, dass es wehtut, aber nicht so, dass es kaputt macht, trifft. Das wäre natürlich das Allerbeste, da hast du recht. Das wäre natürlich das Allerbeste. Okay, für welche Tür ist dieser Türgriff? Jetzt müssen wir nochmal alles erkunden. Ich kann mich nicht an eine Tür erinnern, die wir nicht öffnen könnten. Oder so. Gehen wir nochmal schnell alles durch. Boah, das in dem Flur da draußen. Hier auch. Oh Gott, dass die Lampenschirme so schief hängen, das triggert mich. Ich würde jetzt gern hochgreifen und die gerade schieben. Oh Gottes Willen. Lass uns nix wie raus hier. Nix wie weg hier. Das geht ja gar nicht. Okay, das hat mit der Orgel zu tun. Das sind die Orgelpfeifenmechaniken. Kann man sich bei Licht eh nochmal alles ein bisschen anschauen. Ist bestimmt auch nicht schlecht. The door is unlocked, aber man kriegt sie nicht auf. Ein großes Objekt versperrt den Weg. Und ich sehe da auf dem Boden ein kleines Loch. Und deswegen beschwören wir jetzt einen Trapper. So. Und jetzt visieren wir den an und teleportieren ihn in die Höllendimension. Ich muss ganz ehrlich sagen, so einen toten Körper könnte man wegschieben, wenn man so eine Tür öffnen will, oder? Glaube ich schon. Aber gut, okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt das mächtigste Zauberschablonen-Ding gefunden, das es gibt im Spiel. 7. Wir können jetzt Stufe 7 Zauber wirken. Das ist ziemlich gut. Im Kohlekeller. Das ist zwar ziemlich gut, aber gleichzeitig muss ich jetzt auch meine Quick-Zauber-Slots nochmal neu besetzen, weil jetzt haben wir bessere Zauber natürlich, ne? Quick-Spell. Wie geht das gleich nochmal? Genau, warte mal. Ich hab's gleich. Stars. Stars. I give you stars. So. Ich brauche jetzt einen Heilzauber. Assign. Hä? Da muss ich den wirklich erst neu machen. Okay, alles klar. Jetzt lasst mich überlegen. Selbst. Protect. Power, 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 power. Wie geht der Heilzauber gleich nochmal? Narukath und Santec. Santec, Narukath. Gut, und was wir jetzt noch brauchen, ist Item verzaubern. Das geht mit Antorbok Magormor. Magormor Antorbok. Und Pargon, 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 Pargon. So, und ganz wichtig, was wir jetzt auf jeden Fall noch brauchen, ist Reveal Invisible, genau, den müssen wir uns auch noch schnell machen. Narukath Redgormor.
Und verstärken. Okay, cool. Jetzt haben wir, glaube ich, die wichtigsten. Jetzt passt mal auf. Item verzaubern, zuweisen, höchste Stufe, blau, kommt auf Y. Dann erholen, höchste Stufe in Rot, kommt auf oben. Und Schild auf der höchsten Stufe in Blau kommt nach links, rechts. Gut, das sind mal die wichtigsten, die ich immer wieder brauche. Und jetzt, genau, gehen wir zurück in den Hauptraum. Let's go. Und dann wirken wir den Erkennen-Zauber. Beziehungsweise... Oh, das braucht so viel Mana. Peter ist gar kein so schlechter Magier. Der hat gute Mana-Leiste. Aber der Zauber, ne, die Stufe 7 Zauber, die hauen rein. Die fressen die Mana-Leiste ganz schön auf. Aber dafür haben wir jetzt ein sehr gutes Schutzschild. So, und jetzt hoffe ich, wir haben genug Mana für folgenden Zauber. Reveal Invisible, höchste Stufe, blau. Hey, danke, Syndrome. Ich sehe deinen Kommentar jetzt erst. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Aha. Und hier fehlt leider ein Handle. Das trifft sich ja gut. Zufällig haben wir ein Handle. Die haben die aber gut doppelt und dreifach abgesichert, ne? Erst den Türgriff entfernen, dass man sie nicht öffnen kann. Dann einen Zauber, der sie versteckt. Und dann steht noch eine Wache davor. Aber die ist schon weg. So, und jetzt sind wir in den Katakomben, in denen wir schon so oft waren vorher. Einfach mal alle köpfen. Das ist am Anfang immer eine gute Idee. Oh, da war einer drin. Naja. Die Köpfe wachsen nach. Also, wieder eine Runde köpfen alle. So. Lustig. Das Kampfsystem von Eternal Darkness ist da schon echt relativ simpel, wenn man es mal drin hat. Holen wir uns ein bisschen psychische Gesundheit auch wieder, indem wir die töten. So, na also. Jetzt verzaubern wir unser Schwert mal wieder. Die Wände bluten ein bisschen, wie immer. So. Gut, dass ich die Waffe noch verzaubert habe, weil die großen Roten, die können durchaus gefährlich werden, wenn man das nicht macht. Aber ja, das ging schnell jetzt. Ah, oh, ich höre Trapper, wartet mal. Trapper ist wirklich nicht ganz, aber eine der ganz wenigen Gegner, wo man Fernwaffen braucht.
Also was heißt braucht? Man kann sich auch tatsächlich einfach in die Trapper-Dimension schicken lassen, weil die ist gar nicht so schlecht teilweise. Man kann sich da nämlich gut heilen. Ich finde die nur einfach immer super nervig. Deswegen will ich es vermeiden, dass wir da hinkommen. Aber das ist wirklich eher so ein nerviges kleines Bonusrätsel. Aber tatsächlich kommt man oft stärker aus den Dimensionen raus, als man reinkommt. Und wir kriegen eine milchig-blaue Flasche. Magisches Elixier. Why not? Ich habe mit Magic hast du vor 20 Jahren aufgehört? Ja, ich habe mit Yu-Gi-Oh! Ungefähr zu der Zeit aufgehört, glaube ich. Ich weiß nicht, aber es kommt schon hin. Wo sind wir denn reingegangen und wo gehen wir raus? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Ah, hier sind wir gekommen auf jeden Fall. Okay. Die Tür ist verschlossen. Aber dann gibt es sonst keine Türen, oder? Jetzt muss ich nochmal gucken. Aber hier war ja nichts außer der Altar, ne? Ich muss echt mal den Bildschirm putzen. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber... Oh Gott. Dadurch, dass der Bildschirm so verschmiert ist, sehe ich teilweise echt schwer auf der linken Bildschirmhälfte, wenn Licht drauf leuchtet. Das ist, wenn ich hier streame, immer ein bisschen doof. Ha. Weil das magische Elixier, das benutze ich ja eigentlich nur, um mein Mana wiederherzustellen. Ne? Das ist ein usable Item. Wie kriegen wir dann die Tür auf? Da muss ich mich jetzt noch mal ein bisschen umschauen. Ein Mysterium. Moment mal, hier ist noch eine vierte Tür, oder? Ja. Die hätte ich fast komplett übersehen. Natürlich ärgerlich, wenn man sieht, was eine City of Traitor damals wert war. Nix bis 1 Euro und heute, oh mein Gott. Ich habe mal meine alten Pokémon-Karten. Da habe ich tatsächlich auch nie gespielt, die habe ich nur gesammelt. Aber ich habe mal meine alten Pokémon-Karten durchgesehen, ob ich da irgendwas Wertvolles hätte. Aber nee, gar nichts. Leider. Hey Kelly Killer, ja, ich auch. Ich auch. Gehört zu meinen absoluten Lieblings, ich nenne es mal Survival-Horror-Spielen im weiteren Sinne. Ich spiele ja aktuell, wie du vielleicht weißt, die komplette Fallout-Reihe immer dienstags durch. So Teil für Teil in chronologischer Reihenfolge samt Wither-Spin-Offs und Hauptteile. Und Mittwoch sind dann immer dazu passende Bonus-Streams. Und jetzt habe ich mir eben als Bonus mal Eternal Darkness ausgesucht, weil sie eben zu meinen absoluten Lieblingsspielen gehört, die ich alle paar Jahre immer wieder mal gerne durchspiele. Ich würde mir immer noch so gerne einen Nachfolger oder ein Remake davon wünschen, aber ich befürchte, solange die Rechte bei Nintendo sind, die werden da immer bleiben. Wahrscheinlich eher nicht. Nintendo wirkt jetzt nicht so, als würden die planen, in nächster Zeit nochmal so in den Horrormarkt einzusteigen. Aber schön wär's. Hallo nochmal, SQ5. Und auch hier nochmal ein Riesenlob Hammerlore-Videos. Dankeschön. Freut mich sehr. Bin vor circa 6 Monaten auf deinen Kanal gestoßen. Das freut mich, danke. Ich weiß noch, wie das erste Mal die Meldung kam, dass der Speicherstand beschädigt ist. Ja, großartig. Ich hatte gerade auch schon den Blue Screen of Death. Auch eine schöne. Für einen Bruchteil einer Sekunde dachte ich mir, oh shit, was ist jetzt los? Es hat mich wieder beinahe erwischt. So, wir kommen jetzt gleich zu einem Bosskampf.
an den kann ich mich noch gut erinnern, aber witzigerweise kann ich mich nur daran erinnern, dass ich jedes Mal wieder vergesse, wie man gleich nochmal effektiv gegen den kämpft. Aber das finden wir wieder raus, wie immer. Aber ich sollte nach dem Raum hier dringend mal speichern. Es ist schon ein bisschen her, dass wir das gespielt haben hier, aber vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern, was Brother Andrew getötet hat. Und genau dem müssen wir uns jetzt natürlich noch stellen. Durch dich bin ich auffordert gekommen und dein Fallout-Informationsvideo sind richtig cool. Das verstehe ich nicht. Da ist der Autokorrekt wahrscheinlich reingegrätscht. Eternal Darkness ist so geil. Ja, finde ich auch. Ich mag es auch sehr gerne. Hab gerade per Zufall gesehen, dass du Eternal Darkness spielst. Da musste ich mal reingucken. Ja, auf jeden Fall. Auch, dass man es mehrfach durchspielen muss, um das richtige... Ja, super cool, ne? Und was ich auch sehr mag, jetzt gucke ich mal, genau, ich speichere kurz, dass uns da nichts verloren geht. Was ich auch sehr gern mag, ist das, der Autopsiebericht Doktor, der quasi auch mit jedem Playthrough erweitert wird. Und dann kann man sich nach und nach von den verschiedenen Monstern im Spiel, weil in jedem Playthrough, falls ihr das nicht wisst, es gibt 3 verschiedene Götter, die man am Anfang wählen kann. Und dann gibt es unterschiedliche Gegner und unterschiedliche Monster. Und dann kann man sich von dem Arzt in seinem Kapitel quasi die Autopsieberichte zu den ganzen Monstern anhören, die sehr schön eingesprochen sind. Und da muss man es eben 3-mal durchspielen, um alle Autopsieberichte zu kriegen. Das fand ich schon immer ziemlich cool. Hab mich damals auch sehr motiviert. Also ich habe sowieso geliebt, ich hätte es wahrscheinlich eben einfach durchgespielt, aber gerade die Autopsieberichte haben mich sehr motiviert, tatsächlich, das mehrfach durchzuspielen. Der Körper des Soldaten ist kalt und steif. Peter will ihn umdrehen, um seine Identität festzustellen. Aber alles, was von dem Mannesgesicht übrig ist, ist zu einer Masse von gefressenem Fleisch geworden. Zissenwetzer ist jetzt ein Wordrider. Zissenwetzer, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön, freut mich sehr, ist mir eine Ehre. Schön, dass du da bist. So. Da ist der gleiche Text nochmal. Und wir kriegen einen neuen Zauber. Die magische Attacke. Aber die haben wir natürlich schon selber uns rausgefunden. Aber jetzt haben wir sie ganz offiziell. Stimmt eigentlich. Wartet mal ganz kurz. Wie geht die gleich nochmal? Antorbok Redgormor. Ich mache mal schnell einen New Spell auf der höchsten Stufe. Weil den können wir jetzt auch öfter brauchen. Antorbok Redgormor. Pargon, Pargon, Pargon. Und den werde ich mir jetzt auch gleich auf eine Quick-Taste legen. Unten. Okay. Puh. Es gibt auch eine versteckte Rune, die man optional finden kann. Ja, genau, natürlich die Mentorok-Rune, die habe ich natürlich auch. Aber ehrlich gesagt benutze ich die nie. Aber ja. Ich habe die Mentorok-Rune nie so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Die macht ja irgendwie so ein bisschen das Gegenteil von den anderen 3 Runen. Ne, die Verteidigungsflunsal werden dann zu Angriffsflunsaln und sowas. Aber irgendwie bei manchen Zaubern checke ich es nicht, was die eigentlich macht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hey, ich muss mal ganz kurz Pinkelpause einlegen, aber ich bin sofort wieder da. Keine Minute. So, bin schon wieder da. Ja, genau, der Holy Kicked. So, apropos.
Mehr Holy. Mehr Holy ist immer gut. Wenn ihr auch mehr Holy wollt, dann benutzt den Code, da ist er, LSBR5 für eure erste Bestellung für einen 5€ Rabatt. Nur LSBR und LSBR10 für 10% Rabatt. Prost. So, jetzt kann's losgehen. Gestärkt und bereit. Ich habe immer wieder ein bisschen Angst vor dem Kampf. Dabei ist er, glaube ich, gar nicht schwer. Aber jetzt habe ich's cursed. Jetzt habe ich's gechinxt. Jetzt wird's super schwer. Also, hier ist eine elaborierte Tür. Sehr verziert. Und passt überhaupt nicht zum Rest der Kathedrale. Peter spürt unglaubliches Böse hinter dieser Tür. Wenn er sie öffnet... Nee, wenn er seine Hand ausstreckt, um sie zu öffnen, dann durchströmt Angst seine Seele. Nein, das heißt doch auch. Ja, ist egal. Rein. So. Ich muss sagen, ich finde das letzte Kapitel mit Alex Roivis ein bisschen nervig und lazy, weil sie da einfach nur das Kapitel vom Großvater nochmal ein bisschen abgeändert wiederholen. Das finde ich wirklich schade. Da hätte ich mir ein bisschen noch mehr fürs Finale gewünscht. Das ist auch zu lange und irgendwie, na, schade. Ich finde, das Finale ist leider nicht so großartig, aber die meisten Kapitel bis dahin mag ich schon gerne. Hatte das Spiel nicht auch deutschen Text? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja, und wie gesagt, ne, ich jedes Mal wieder kann ich mich nicht mehr erinnern, wie man den effektiv bekämpft. Das ist total nervig. Aber wir finden das jetzt raus. So, jetzt passt auf. Das erste, was wir jetzt machen, ist, ich habe noch einen Zauber vergessen, den ich noch brauche. Ich brauche... Wartet mal, ich muss mal gucken, wie der geht, vorsichtshalber. War das der hier? Ist das der richtige? 12? Unknown, wartet mal. Den finden wir raus. Jetzt passt auf. Wir brauchen Protect und Area. Das dürfte es sein. Nee, warte mal. The Damage Field Spell. Doch, das ist wahrscheinlich schon der richtige. Wirklich ist Damage Field das... Ja, wahrscheinlich. Okay, den lege ich mir auch noch schnell auf eine Schnelltaste. Und den machen wir uns jetzt mal. Oh! Oder auch nicht. Damn it. Oh Gott. Nein, falscher Zauber und ich habe voll viel verbraucht. Ich kann mich leider gerade wirklich nicht mehr erinnern, wie der geht. Ich habe den Kampf gerade ganz anders in Erinnerung, weil ich glaube, ich habe den Blauen im Kopf. Und ich glaube, beim Blauen läuft es ein bisschen anders. Jetzt muss ich mal gucken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Angriffszauber eigentlich brauchen, ne? Wie er die Kügelchen aus seinen Scheren, wie er da so hockt, wie so eine Katze, die bereit ist, mich anzuspringen. Aha! Ich habe auf die Zunge geschossen. You bore me flesh and bone. Auf die Zunge schießen war nicht schlecht. Er hat reagiert, aber ich müsste irgendwie die Waffe verzaubern. Aber wie soll ich das machen, wenn er hier seine Kügelchen schießt? Ah, jetzt ist er verwundbar. Wo habe ich mir gleich nochmal den Angriffszauber gelegt? Auf welchen Quickslot? Das macht die Quickslots natürlich blöd, aber gut. Achtung. Oh, ich bin so dumm. Okay, alles gut. Jetzt.
Nein, ich war zu langsam. Ich muss noch mal versuchen. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir den, dass wir den starken Zauber rechtzeitig machen. Aber vielleicht muss ich eine Stufe runterschalten einfach. Das hat auch nicht geklappt, ne? Dammit. Okay, ich mache eine Stufe schwächer. Das dauert zu lange. Magic Attack. Ah, den... Okay. Entorbok Redgormor. Neuer Spell. Entorbok Redgormor. Hier ist auf jeden Fall die Heilung mit Mentorok praktisch. Echt? Was macht denn die Mentorok-Heilung? Wie gesagt, ich habe den nie so ganz verstanden. Da kann ich mich noch erinnern. Ich habe das damals, glaube ich, nur geschafft, als ich angefangen habe zu zaubern, als er... Genau, während es blinkt, auf jeden Fall. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. So, Spellist, Attack, Assign, zweite Stufe, blau unten. Okay. Großer Hummer-Kerl. Jetzt geht's ab. Ah, shit, wartet. Okay, jetzt geht's ab. Der Zungenangriff ist auch ein bisschen albern, oder? Yoshi. Yeah! How the turntables! Uno Reverse-Karte! Bam! Nämlich. Okay, erste Runde vorbei. Zweite Runde wird ein bisschen schwerer. Wisst ihr was? Wenn er jetzt hier so lang braucht, ne? Dann nutze ich die Zeit mal. Okay, ich bin bereit für die nächste Runde. Von mir aus kann's losgehen. Weirder großer Kerl. Muss ich noch irgendwas machen? Ah, jetzt beschwört er noch was, okay. Ich darf halt nicht zu nah ran, weil ich glaube, sonst zerquetscht er mich mit seinen Scherenhänden. Wie Edward. Deswegen kann ich die leider nicht finishen, wenn die am Boden liegen. Aber gut zielen kann er, der Edward, ne? So ein Headshot durch den ganzen Raum. Da hätte selbst Leon Probleme. Die Musik ist gerade so spannend und der Kampf ist gerade so langsam eher. Okay. Andrew Carter, Macklemore, Carter.
Falls er noch eine Runde beschwört, ne, mache ich mir mal mein Gewehr zaubrig. Okay. Mache ich das richtig? Oder geht das jetzt ewig so weiter? Ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal, ich besieg die Runde noch. Aller guten Dinge sind 3. Und dann muss ich mal gucken, ob ich meine Strategie ändern muss. Oh, 2 auf einen Streich. Yes, das war gut. Genau, komm mal ein bisschen näher, dann kann ich dich finishen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ein bisschen psychische Energie wiederherstellen, ne, kann nicht schaden. Das Schutzschild hat uns jetzt leider gar nichts gebracht, weil das alles so lange dauert. Jetzt beschwört der schon wieder. Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, was ich machen soll. Aha! Was ist denn jetzt? Oh, shit. Das habe ich jetzt leider vermasselt. Ja, ich verstehe nicht ganz, warum er jetzt gerade Energie gesaugt hat, ne? Verstehe nicht ganz, was dazu geführt hat. Yes! Aber es funktioniert. Keine Ahnung, warum und wie und was, aber alles gut. Solange ich Mana habe, ne, werden wir schon fertig mit dem. Quasi schon anfangen, wenn er anfängt zu beschwören. Ja, ein bisschen danach quasi, genau. Beim schlimmsten Fall töte ich seine 3 Zombies, falls er nicht empfindlich wird danach. Okay, nächste Runde. Oder? Nein, war's das schon? Nee, ich hab's mir schon gedacht. Jetzt kommt nämlich die Runde, in der er mich zerquetschen will. Ich glaube, jetzt wird's ein bisschen stressig. Ja, und ich lauf gleich mal rein. Shit. Dammit! Shit, da muss ich jetzt echt schnell sein, ey. Yes, okay. So. Bam. Gut, den hätten wir. Geh mal lieber nicht zu nah ins Loch, ne? Ich trau dem Spiel nicht. Und jetzt holen wir uns das Artefakt. Durch die Führung von Kuturga. Nee, warte mal. Nee, The Guardian. Ach so. Jetzt, wo der Guardian von Kuturga weg ist und das befleckte Glas weg ist, hinter dem sich die Essenz von Ulyoth
befunden hat, können wir das jetzt mitnehmen. Und es ruft nach Peter. Er geht hin. Soll Peter die Essenz von Uliath nehmen? Natürlich. Peter greift nach dem Artefakt, aber zieht dann die Hand schnell wieder zurück, denn er spürt die zerstörerische Magie nah an seiner Hand. Er wickelt das Ganze in ein Stück Stoff und hebt es vorsichtig von seinem Resting Place. Hallo, TMS. Gut, das war das Peter-Kapitel. Kommt jetzt schon der Feuerwehrmann? Nee, warte mal. Ich glaube, der Großvater kommt vorm Feuerwehrmann, ne? Hören wir uns mal die Cutscene an. I know it sounds crazy, but there you have it. The only proof I have is that statue. It's a strange one. I've seen one like it before. You have? Yes. Very rare, though. Very obscure. I've had experts take a look at it. And none of them know what it is. And you do. I'm somewhat of an expert on these things myself. An interest I developed a long time ago while I was a young man. Then you should keep it. Lord knows I have no interest in it. I am sure it's the cause of my sleeplessness. I keep thinking about it. As if it's calling out to me. Then a drink, perhaps. For the gift. For an unusual objet d'art. For an unusual objet d'art. Was auch immer das bedeutet. Trinken wir auf das objet d'art, das so unusual ist. So. Nice. Wir haben einen Glückspenny gefunden. Alex ist auch schon ziemlich wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Monster treffen, aber ich verzauber mal unser Gladius. Das Sounddesign ist halt einfach gut in dem Spiel, ne? Und wir haben den Schlüssel für den Keller bekommen von der netten Geisterdame. Dankeschön, nette Geisterdame. Oh, da fliegen ein paar Bücher durch die Luft. The Demon and the Khmer. Schauen wir mal dahinter. Tada! Das Herz Mentorox. Nehmen wir mal mit. Können wir sicher noch brauchen. Und jetzt gehen wir in den Keller. Shotgun-Munition. Mehr Shotgun-Munition. Ein riesiger Safe. Revolver-Munition. Währenddessen weinen irgendwelche Babys und Menschen werden ermordet. Aber das ist schon in Ordnung. Alles nicht so schlimm. Mentorok war ja, glaube ich, der Große im Tempel, oder? Genau, Mentorok ist quasi der aktuelle Hauptgott und der Hüter der Menschheit, wenn man so will. Und die anderen drei, die streben jetzt um die neue Vorherrschaft und wollen Mentorok vertreiben oder töten. Okay. Ein Mechanismus. Da müssen wir dann in den Planetenraum. Die sind gar nicht echt. Aber ist nicht hier irgendwo? Ah, genau, da ist er. Der Sicherungskasten.
Und hier können wir jetzt den Glückspenny von Peter einsetzen. Und jetzt wird es in dem dunklen Badezimmer oben endlich Licht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, kommt jetzt das Großvater-Kapitel? Ich glaube, Großvater, Feuerwehrmann, Alex oder sowas ist jetzt die Reihenfolge, wenn mich nicht alles täuscht. So, wir haben eine Seite aus dem Journal gefunden. I sought to love all, yet now love causes me pain and suffering. Ich dachte, ich liebe alles, aber jetzt bereitet mir Liebe nur noch Schmerzen und Leiden. It is nothing that I most fear. Ich habe gelernt, nichts zu fürchten, aber nichts ist genau, was ich am meisten fürchte. Alle, die mir loyal waren, sind jetzt meine schlimmsten Feinde. Medizinschränkchen. Und natürlich bewahrt er da drin eine Seite aus dem Tome of Darkness auf. Warum auch nicht? A Legacy of Darkness. Hi Thomas. You are not free to leave this plane until you complete a task for me. You are to hunt and kill the master of this house. Do this one thing and you will be free. Else fear the wrath of Chaturga. Chaturga. Everything is complete for your arrival, Master. Now we must wait for the planets to align, and that is not too many years from now. Another Roivus has crossed our path. This time, we will not be so merciful. He will meet such a horrible death. That the rest of the line will never set foot in his house. Ja, ich nehme den Roten immer gern, weil ich finde seine Gegner einfach am schönsten zu bekämpfen. Hi, Nelani. Das ist Eternal Darkness, ein Survival-Horror-Klassiker für den GameCube. Okay, dann lesen wir das Kapitel gleich mal. A Legacy of Darkness. Ich glaube, jetzt spielen wir mit ihrem Großvater. My education in psychiatry did not prepare me. I would love to see how Freud's view of his mother would change with the knowledge of Chaturga. How Skinner would incorporate Zelototh into his behaviorist theories. How Jung would accommodate Ulioth into his theory of the collective unconscious. Like my ancestor Maximilian, I too had an interest in my family tree. As a psychiatrist, I believe that science could provide answers into my family's sordid, bizarre past. It was with great excitement that I began my search. The mansion's history was filled with my colorful predecessors. Everything from convicted and hung witches to committed madmen, each laying their own peculiar mark on its character. I intended to find their secrets. Irgendwie cool. Ich hätte auch gern verurteilte Hexen und Wahnsinnige. Also Wahnsinnige, das können ja erblich sein, da hätte ich Angst. Aber verurteilte Hexen, das ist schon eigentlich ziemlich cool. Hätte ich gern im Stammbaum.
Wer weiß, wer weiß. Naja. Ja, ich finde die Blauen ein bisschen lame, weil die halt einfach Phantomgliedmaßen haben, wenn man denen was abschneidet, ne? Das ist halt irgendwie so, weiß ich nicht. Damit geht die ganze Körperteile-Abtrennfunktion verloren. Und die Roten regenerieren sich halt einfach nur, die finde ich recht chillig. Die Blauen explodieren ja auch so nervig. Und die Grünen haben, wie du schon schreibst, so selten manchmal keine Köpfe. Vor allem die Kleinen, was die echt nervig und gefährlich macht. Und was machen die noch? Ich weiß es nicht mehr. Oder haben die? Nee, die Blauen haben Phantomgliedmaßen, ne? Oder sind es die Grünen mit dem Phantomgliedmaßen? Wer weiß. Die Roten sind so schön normal einfach, ne? Die mag ich. Okay, wir haben ein historisches Journal gefunden. Und darin den Minutenzeiger einer Uhr. Nanu? The 33rd minute of the third hour. Ich finde ehrlich gesagt, weißt du, unser Hauptcharakter hier ist ein gelehrter Mann und er weiß, dass in seiner Familie viel Fälle von Geisteskrankheit vorherrscht, ne? Ich würde spätestens jetzt irgendwie mal einen Termin bei jemandem machen, bei einem Arzt, ne? Weil ich meine, ja. Was ist wahrscheinlicher, dass ich wirklich gerade einen Geist gesehen habe oder dass einfach nur die erbliche Geisteskrankheit in meiner Familie bei mir durchschlägt? Würde ich mir jetzt Gedanken machen an seiner Stelle. Aber okay, anscheinend hat unser Hauptcharakter kein Problem damit, sofort zu sagen, ja, war ein Geist, mein Opa, mein Uropa oder was auch immer, will, dass ich die Uhr stelle. Na dann, suche ich mal die Zeiger im Haus. Okay. Ich habe immer Angst, wenn die aufstehen. Dass die plötzlich gleich leuchtende Augen kriegen und mich boxen. Aber okay, ist nicht passiert. Irgendwie... Säbel, her damit. Irgendwie, weiß ich nicht, wie es mir damit gehen würde, wenn ich so Angestellte im Haus hätte. So Butler, so Leute, die putzen und aufräumen. Weil einerseits ist man dann nie einsam, ne? Das ist schon schön. Man hat immer so Leute um sich. Aber andererseits ist man nie alleine und man hat immer Leute um sich. Ah. Schon blöd. Ich meine, ich müsste mein Haus nicht putzen, ne? Das wäre natürlich ziemlich awesome. Das wäre schon cool. Aber mir wäre es auch irgendwie unangenehm, wenn ich irgendwie so rumchill, während irgendwie Leute um mich rumputzen. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Weißt du, ich meine, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt in seiner Situation wäre, ich würde vielleicht nicht mit gezogenem Säbel rumlaufen und meine Angestellten verängstigen, aber... Was kann's denn schaden, wenn man die Uhr mal auf 3:33 stellt, oder? Ein bisschen neugierig wäre ich vielleicht schon auch. Auch wenn ich davon ausgehen würde, dass es wahrscheinlich Quatsch ist und dass ich wahrscheinlich verrückt bin. Aber hey, bevor ich irgendwie mir morgen einen Arzt suche, kann man doch die Uhr mal auf 3:33 stellen. Doch, doch, das würde ich wahrscheinlich schon auch machen, muss ich zugeben.
Man kann auch einfach jemanden zum Putzen holen, während man auf Arbeit ist, das stimmt. Aber traut man der Person genug? Wenn ich einen Schlüssel hätte, dann könnte ich mir die Elefantenbüchse holen. Stattdessen nehme ich das historische Journal und check's mal. Und... Stundenzeiger! Gib bloß weg, Butler, gib bloß weg! Ich habe Angst vor denen, die sind gruselig. Du hättest auch immer Gesellschaft. Sitzt du gerade auf dem Klo, ruft die Putzfrau durch die Tür. Dauert es noch lange, ich muss putzen. Mhm. Haben Sie das auch gerade gehört, junge Frau? Hallo? Scheinbar nicht. Also spätestens jetzt würde ich mir Gedanken machen, ne? Wenn ich Schüsse und Schreie höre und die Frau geht einfach ganz normal dran vorbei und tut so, als wäre nichts. Weil entweder hat die was zu verbergen oder ich bin wirklich wahnsinnig. Aber gut, stellen wir die Uhr. Was haben wir zu verlieren? Die Angestellten müssen sich auslassen. Wahrscheinlich ist das ganz normal, ne? Dass der Samstag mit dem Säbel durchs Haus rennt und irgendwelche Uhren stellt. Da haben die sich schon dran gewöhnt. So ist er halt, der Edward. Okay, stellen wir mal die Uhr. Ups, hauen wir die kurz und dann stellen wir die. Tada! Da hat sich gerade die Verstopfung gelöst. Das klang befreiend. Ja, finde ich lustig. So ein bisschen Fäkalhumor ab und zu muss schon sein. Hallo, Siludiel. Take them and use them. They are humanity's only hope. Destroy the Guardians, Edward, and avenge my waste. Wenn du überlegst, deshalb einen Psychiater aufzusuchen, beweist es eigentlich, dass du nicht irre bist. Folglich gab es den Geist wirklich. Ja, man darf sich so Schizophrenie oder sowas nicht immer so komplett realitätsfern vorstellen. Ich glaube, sehr viele Menschen haben Schizophrenie und leben damit eigentlich ganz gut. Und wissen auch, dass die das haben. Und wissen auch, dass die Sachen, die die sehen, nicht echt sind. Und können das entweder medikamentös oder durch Therapie halt einfach, ne? Also ich habe da schon von vielen gehört, die leben ganz normal damit, dass irgendwelche Stimmen in ihrem Kopf sind oder Clowns manchmal durch die Wohnung tanzen. So klischeehaft das klingt, aber habe ich wirklich mal gehört. In einer alten Domian-Folge. Wobei die mit dem Clown, die hat sich nicht gesund angehört. Die müsste, wenn die ihre Geschichte wahr war, die muss, ich hoffe, die hat Hilfe gefunden. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die können ganz normal und cool leben mit so... psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie. Apropos, ich bin gespannt auf das neue Hellblade. Das kommt doch nächste Woche oder sowas, ne? Spannend. Man findet schreckliche Geheimnisse über das böse Lensquid Bird Rider. Pipi Kaka. Ja. Wahrscheinlich. Die Tentakel der Tiefe stecken auf jeden Fall irgendwie mit den alten Göttern unter einer Decke. Okay, nehmen wir den Tome of Darkness. So. Magic Pool. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was das für ein Zauber ist. Was macht denn das gleich nochmal? Ich finde den Effekt mit den Augen der Geister interessant. Die haben da die hintere Seite des Körpers einfach nicht gerendert. Ja.
Okay. Ach so, ja, ja, da heile ich mich über Zeit mit dem, ne? Ja, das habe ich nie benutzt. Ich kann mich schon wieder erinnern. Ich habe ehrlich gesagt immer magische Waffe und Schutzschild und fertig. Los geht's, let's go. Was braucht man mehr? Jetzt werden alle meine Angestellten geköpft, würde ich sagen. Ich glaube, spätestens jetzt würde ich mich als Hauspersonal wundern, ne? Okay, spätestens jetzt würde ich mich wundern. Aber wenn mein Chef plötzlich aus seiner Kammer kommt und er hat ein leuchtendes Symbol über dem Kopf und Flunserl, die um ihn rumfliegen und einen leuchtenden Säbel, fände ich auch ein bisschen gruselig. Zombie. Oh, das hat ja richtig Resident Evil Vibes jetzt hier, ne? Die kann ich gar nicht finishen. Moment mal, warum wird denn Edward nicht verrückt? Ah, ist das etwa... Ja, ich glaube, das ist das Symbol, das uns jetzt hier schützt, wenn auch nur kurz, aber gut. Zum Thema Schizophrenie ist der Film A Beautiful Mind eine gute Empfehlung. So, ich glaube, jetzt muss ich das Monster suchen, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist jetzt immer irgendwo und zuzelt meine Angestellten aus wie Weißwürste. Und ich muss mit dem Säbel draufhauen. Also auf das Monster, im Idealfall. Hier, Monster. Ah, warte mal. Brauche ich nicht den Zauber magisches Erkennen, damit ich den sehen kann? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich wirke den einfach mal, weil ich habe nichts zu verlieren. Ah, okay. Da oben ist er. Ich krieg kleine Sequenzen. Okay. Ich komme. Halte durch, Arbeitszimmer, Butler oder was das für ein Zimmer ist. Ich komme. Wir haben wirklich für jeden Raum einen eigenen Angestellten oder eine eigene Angestellte. Ha. Wie reich ist der? Okay. So, Entschuldigung für den kleinen Säbelschlag, den du versehentlich abbekommen hast. Aber wenigstens wurde dir nicht dein komplettes Blut abgesaugt. Ich muss aber jetzt irgendwie in den Keller kommen, ne? Und habe ich nicht gerade einen Schlüssel oder so gefunden? Vorher? Ich dachte, wir hätten ein Stückchen vom Schlüssel gefunden irgendwo. Okay, die Tür ist verschlossen. Müssen wir mal gucken. Ja, guten Appetit. Okay, dann gucken wir mal, wo der ist. Und währenddessen halten wir Ausschau nach dem Kellerschlüssel. Oh Gott, das würde mir in Wirklichkeit in so einer Villa tatsächlich auch dauernd so gehen, dass ich nichts finde. Hey, ich würde den ganzen Tag nach allem suchen einfach. Alles. Ich würde alles verlegen. Das wäre schlimm. Naja, den Schlüssel für die Elefantenbox gäbe es auch noch. Die Elefantenbox, ja. Da lagere ich meine Elefanten. Hallo. Ah, warte mal. Lässt nicht der Vampir den Schlüssel fallen, wenn ich den ein paar Mal besiege oder irgendwie sowas? Ich erinnere mich nur... Ich höre ihn, glaube ich, oder? Ich glaube, ich habe ihn gerade gehört. Ich mache nochmal den Erkennen-Zauber. Aha, habt ihr es gesehen? Da oben war er gerade. Ganz kurz noch habe ich ihn gesehen, wie er durch die Tür huscht. Aha, da komm her, du kleiner Arsch.
Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg. Keine Sorge. Die Tentakel der Tiefe, genau. Hallo. Hallo, Maus und Retro. Pack dich ohne Wiederkehr! Sprach der Vampir nimmermehr. Von denen kriegt man leider nie eine Autopsie, ne? Weil die gibt's nicht im Arztkapitel. Das ist eigentlich fast schade. Ich finde das ein bisschen lustig, ne? Diese Angestellten putzen hier den Raum, dann kommt plötzlich ein Vampirmonster rein und saugt dem Blut aus. Und dann kommt ihr Chef mit einem leuchtenden Schwert, hell erstrahlt, und haut das Monster weg. Und dann sagen die, ja, dann gehe ich mal wieder putzen, ne? Und machen sich wieder an die Arbeit. Ist so, ne, es passiert einfach. Ist tägliches, das tägliche Ereignisse hier oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Ganz normal hier in der Villa. Passiert. Wenigstens ist es heute nur ein Vampir und kein Gülledämon. Wie letzten Dienstag. Ja. Dadurch, dass die Gegner alle unterschiedlich sind, hat das ja auch einen guten Wiederspielwert. Ich will es jetzt im Stream trotzdem nur einmal durchspielen. Aber ja, genau. Theoretisch wäre dreimal eigentlich das Beste. Oh, ich komme. Ich bin ganz in der Nähe. Halte durch. Ich bin gleich da. Oh nein, mein Säbel ist nicht magisch. Aber es geht auch ohne. Nein, ich komme zu spät. Er hat meinen Butler zombifiziert. Entschuldigung, Butler. Ich wollte dich retten, aber ich hab's nicht mehr geschafft. Hi Sven Trollsen. Ja, ich mag das Spiel auch sehr gerne. Aber ich muss sagen, ich bin gerade irritiert, weil ich könnte schwören, dass wir schon den unteren Teil des Schlüssels gefunden haben. Aber wo ist er denn jetzt? Ich habe ihn nirgends, verdammt. Das finde ich gerade nicht gut. Habe ich den irgendwo vielleicht liegen lassen? Hätte ich nochmal draufklicken müssen? Aber ich dachte, wir haben den genommen. Jetzt muss ich leider nochmal alles ablaufen, weil ich weiß nicht mehr, wo der war. Keine Ahnung. Hat sie den nicht verloren? Ah, da liegt er. Ich habe ihn irgendwie tatsächlich anscheinend nicht mitgenommen. Keine Ahnung. Okay, kombinieren. Und jetzt brauchen wir ein magisches Item, aber ich mach mal nur Stufe 1, weil das reicht normalerweise. Okay, und jetzt gehen wir in den Keller. Du kleiner Vampirarsch. Jetzt kannst du was erleben. Na warte, ich muss noch, vielleicht sollte ich noch mal schnell den unsichtbares Erkennzauber machen. Okay. Jetzt aber. Wie mache ich denn das Ding gleich nochmal kaputt? Einfach draufhauen oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Simpler Obelisk aus fremden Stein. Ja.
Okay, jetzt passt mal auf. Ich habe eine Idee. Ich muss nur schnell sein jetzt. Ja, ich habe einen Discord. Findest du so ziemlich unter jedem Video den Link. Ah, dammit. Oh, wie mache ich denn das jetzt am besten? Das ist wirklich ungünstig. Ah doch, ich kann ihn doch kaputt hauen. Ich wusste es doch. So. Jetzt hat er leider einen Vorteil, weil mein, ne, sowohl mein Schutzschild als auch mein magische Sachen erkennt Zauber sind weg. Aber das kriegen wir schon hin. Au. Vorsicht. Ich habe sehr lange nicht mehr gespeichert. Ach, dammit. Wir haben beide gerade Probleme mit dem Anvisieren, habe ich das Gefühl. Yes! Okay, cool. Horror beschwören. Gestern das Stream-Ende war zu befriedigend mit den Supermutanten und den Waffen, die wir bekommen haben und so weiter. Das war schon sehr cool, ja. Das war schon sehr cool, muss ich schon sagen. Ich freue mich echt schon wieder auf nächste Woche, wenn wir Fallout 1 weiterspielen. Hab gerade schon sehr viel Bock auf das Spiel. Okay, lass mich mal ein bisschen meine Zauber auffrischen. Ja, ich finde auch, dass uns Seth dann noch so komisch angegriffen hat, das war ein bisschen weird. Oder Seth, aber ja. Doch, es war schon cool. Okay. Let's go. Eine kaputte Leiter führt den Brunnen hinunter in eine Dunkelheit. Let's go. Das Ende hatte nur eine unbefriedigende Sache. Jetzt müssen wir warten, bis es weitergeht. Ja, leider. Eine Woche. Aber dann... Die Zeit vergeht so schnell. Jetzt ist schon wieder Mittwochabend. In 0, nix ist schon wieder Dienstag. Okay, hier haben wir die Stadt. Die unterirdische Stadt der Monster. Ich schaue mir gerade die Fallout-Videos von vor 7 Jahren von dir an. Crazy, ne? Wie lange das schon her ist. Jetzt, wenn ich mich recht erinnere, ein ziemlich langes Kapitel, weil wir müssen jetzt durch mehrere Räume durch, müssen sehr viele Rätsel lösen, aber kriegen wir schon hin.
Ich schaue gerade seine Vault 88 Let's Plays neben meinem neuen Fallout 4 Run. Das war schon cool, ne? Die Let's Builds haben mir echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe sehr stark, dass wenn ein Fallout 5 irgendwann mal kommt, dass die den Baumodus nochmal krasser gestalten, ne? Das hätte ich gern nochmal ein bisschen besser und schöner. Ich hätte gern ein richtig, richtig schönes postapokalyptisches Basenmanagement-Spiel. Das ist, klingt für viele wahrscheinlich wie die absolute Hölle. Aber das ist genau das, was ich gern hätte. Oh nein, ich habe nicht genug Mana. Und ich... Doch, nee, warte, wir haben nur Schnaps für unsere psychische Heilung. Ah, ich hätte eine Schrotflinte im Angebot. Na gut, dann würde ich sagen, legen wir uns mal mit dem hier alleine an. Ich komme nicht durch seinen Schutzschild durch. Ach so, ich weiß schon, was ich machen muss. Ich bin dumm. Wartet mal. Ich brauche einfach... Wie viel ist er? 5. Okay, ich brauche einfach schnell ein Stufe 5 Dispel Magic. Okay, wartet mal. So kann man den nämlich recht effektiv bekämpfen. Man muss nur immer an ihn dranbleiben, wenn er ein Lichtchen ist. Dauert jetzt ein bisschen, weil meine Waffe nicht mehr magisch ist, aber er kann nicht viel gegen mich tun, die Art und Weise. Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit. Nein, lass ihn nicht zaubern! Leider die Ausdauer gerade flöten. Wir dürfen nur nicht zu nah an sein Flunsal, ne? Weil sonst macht er so einen Stromangriff. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Warum kann der weiter zaubern, wenn er schon tot ist, ne? Der ist voll der Cheater. Ich darf das nicht. Unser Edward ist aber auch ganz schön abgebrüht, ne? Im Vorbeigehen wird der Zombie schnell geköpft. Man darf ja die Riesenspinne nicht aus den Augen verlieren. Wenn er jetzt da reingeht, haben wir ein kleines Problem. Ah, warte, er geht so ein bisschen daneben, ne? Ja, das dürfte klappen. Okay, gut. Ah, dammit, schnell! Aha, den Zauber habe ich tatsächlich unterbrochen gerade. Oh, der hält was aus. Hallo, Dingeling. Bringt er schon seine eigenen Verbündeten um, so verzweifelt ist er schon. Ich wäre auch frustriert, wenn ich er wäre, sage ich euch ganz ehrlich. Mit meiner Cheese-Taktik hier. Sehr nervig.
Da ist mal schon eine riesige Monsterkrabbe und dann sowas. Da, vor allem, ich benutze jetzt nicht mal Magie. Ich bin jetzt gerade wirklich einfach nur ein alter Mann mit einem Säbel. Und die mächtige magische Superkrabbe kommt einfach nicht gegen mich an. Oh, dammit, das war gemein. Jetzt bin ich leider verletzt. Uiuiuiui. Well played. Ekelhafte Superkrabbe, well played. Jetzt muss ich mich mal kurz heilen. Ich weiß nicht, warum er gerade nicht wegläuft, aber ich muss jetzt weglaufen. Jetzt geht er in die Gegenoffensive. Ich bräuchte mehr Mana. Ich bräuchte mehr Mana. Warum hat der unendlich viel Mana und ich nicht? Das ist unfair. Cheater. Jetzt macht er sich ein Schutzschild. Okay. Ich würde mir auch gerne ein Schutzschild machen, aber ich darf nicht. Okay, Achtung, wenn ich genug Mana habe, mache ich jetzt schnell einen Dispel Magic Stufe 5 blau. Und dann machen wir ihn fertig. Wenn wir nicht leider die Treppe hauen würden die ganze Zeit. So ein nerviges Krabbending. Jetzt reicht's auch mal, ne? Jetzt reicht's aber auch mal. Der hält so viel aus. Das ist nicht mal ein Boss oder so. Ist einfach nur ein Arsch. Cool, dass er immer seine eigenen Freunde damit umbringt und mich nicht. Sag mal, kannst du jetzt bitte sterben? Schon langsam wird's lächerlich hier. Was sollen denn die Leute denken? Ah, da ist er. Teleportgegner sind immer nervig. Ja, immer. In jedem Spiel ever. Na also, du Arsch. So, das hätten wir. Puh, das war eine schwere Geburt. Ich würde sagen, das müssen wir dringend speichern. Ich speichere mal auf einem anderen Safe Game. Sehr gut. Und weil ich so viel Energy Drink getrunken habe, brauche ich noch mal kurz eine Pinkelpause. Ich bin sofort wieder da. So, wieder da. Ja, Dingelingeling, ich bin aus Bayern, ich komme aus Passau ursprünglich. Passau. So. Let's go! Waha! Okay, den ersten haben wir. Jetzt müssen wir uns an sehr viele Orte teleportieren.
Oh, Trapper. Oh, was müssen wir jetzt gleich nochmal einstellen? Auf jeden Fall Uturga. Gibt es eigentlich jemanden, der es nicht Vanilla spielt? Fallout? Ah, tatsächlich glaube ich nicht sehr viele Leute, oder? Das kann man nicht Vanilla spielen. Es ist immer ein Bethesda-Spiel, ne? Das ist dafür gemacht worden, nicht Vanilla gespielt zu werden. Tja, Leute, jetzt beginnt das Spielchen hier leider wieder von vorne. Ich versuche diesmal mein Magic Enchantment Game ein bisschen besser aufrecht zu erhalten, damit wir schneller mit dem fertig werden. Weil ich glaube, das macht schon großen Unterschied, ob wir eine magische Waffe haben oder nicht. Ich könnte auch mal die Schrotflinte verzaubern und dem paar... ich hätte mir oben noch, aber ich weiß nicht mehr, wo man den Schlüssel herkriegt. Aber ich hätte mir wirklich die Elefantenflinte holen sollen. Die wäre ziemlich gut gegen den. Der ist ja basically sowas wie ein Elefant. Ich meine... fast. Was denn das gerade? Was bist du für ein cheesy Arsch hier? Das war gerade so cheesy. Unfair. Gute Treffer. Doch, Edward, alles gut. Das waren gute Treffer. Das hast du gut gemacht. Kein Grund, so rumzuschreien. Meint ihr, ich soll mal eine magische Attacke wirken? Das war leider ein Ticken zu früh, Mensch. Das ist gut. Bleib so. Nein, mach nix. Ja, nice. Ja, davon haben wir leider noch viele. Und da ich mir die optionale Elefantenflinte nicht geholt habe, dauern die ein bisschen länger, die Kämpfe. Aber das ging jetzt schon viel besser als beim ersten Mal, ne? Also keine Sorge. Gibt es sowas wie ein Mod-Whitelist? Bei dem aktuellen Stand der Mods nach dem Update. Ach so, nach dem Update. Ah, das war, da weiß ich leider gar nicht. Nee, kann ich dir nicht sagen. Hebel drücken. Hey, ich bin gespannt. Hey, ich frage mich, hätte ich überhaupt kämpfen müssen? Oder hätte ich den Hebel auch einfach schon vorher drücken können? Das wäre natürlich vielleicht einen Versuch wert gewesen. Welches Kraftfeld habe ich denn jetzt bitte aufgemacht? Hier sind gleich mehrere. Da lang, glaube ich, ne? Ich verzauber mal kurz meine Waffe. Nur für den Fall. Nee, ich weiß auch nicht mehr, wie man rankommt. Und so wichtig ist es auch nicht. Ich hau den mit dem Säbel. Ist cool. Ist eh cool. Ja, ich habe gelesen, dass nach dem Next-Gen-Update für PC war auf dem PC der erfolgreichste Mod der Mod, der das Spiel wieder zurück auf die alte Version moddet. Das sagt natürlich viel aus über den Mod leider, ne? Über das Next-Gen-Update für PC.
Kein Trapper? Nö, na dann. Okay, lass mich mal überlegen. Ach so, wir müssen hier eh, wir haben hier eh keine Wahl. Na perfekt, das macht es noch leichter. Das kommt dann erst mit Alex, glaube ich, ne? Okay, let's go. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Riesige Türen. Ein Hebel. Ah, die Tentakel der Tiefe. Nix, was ein Schluck Schnaps nicht heilen könnte, ne? Alles gut. Hier wird Alkoholismus noch romantisiert. So gehört sich das. Aber das fand ich schon einfach sehr lustig in dem Alone in the Dark Remake, dass da wirklich einfach überall Schnapsflaschen stehen und unsere Hauptfiguren mischen die ganzen Schnapsreste, die sie im Mülleimer finden, in ihrem Flachmann zusammen und das ist die Heilung im Spiel. Das ist schon einfach echt lustig. Weil mehr Alkoholiker geht einfach nicht mehr als irgendwelche Reste zusammenschütten. Aber gut. Power! Das ist irgendwie voll interessant hier. Hier sind nämlich ganz viele eingefrorene Wesen, die man im Spiel nie sieht. Hier sind irgendwie riesige, geflügelte, Archaeopteryx-artige Wesen, ne, und große Dinger, die man so überhaupt nicht kennt. Und ich frage mich, ob das so Beta-Modelle sind, die im Spiel hatten, aber da sind die nicht mehr fertig geworden und dann haben sie halt hier in die Bibliothek gestellt. Sieht aus wie so frühe Entwürfe. Früher waren ja auch so 3D-Modelle nicht so komplex, wie die heute sind. Die hat man wahrscheinlich leichter mal zusammenmodelliert, keine Ahnung. Aber finde ich schon interessant. Okay, kann ich einfach gehen, ist jetzt die Frage. Kann ich die drei einfach ignorieren? Weil eigentlich interessieren die mich ja gar nicht, ne? Die können ja eh machen, was die wollen. Ja, sehr gut. Okay, cool. Dann mache ich das ab jetzt immer. Hat irgendwer ein gutes Mystery-RPG für den PC oder PlayStation? Mystery-RPG. Mystery, ja, aber RPG, da fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt... Kannst du ein Beispiel nennen, was du meinst? Das Spiel hat sowieso eine bewegte Geschichte. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ein Wunder, dass das Spiel fertiggestellt wurde und dann auch noch so gut geworden ist, ne? Area, glaube ich, dass wir hier einstellen müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Disco Elysium. Ah, Disco Elysium als Beispiel. Das ist aber schon relativ einzigartig. Fällt mir da was Vergleichbares ein? Ah, mir fallen gerade super viele Mystery-Spiele ein, ne? Aber Mystery-RPG? Ehrlich gesagt nicht. Edward, lauf einfach! Lauf einfach! YOLO! Wir haben keine Ausdauer mehr, ey. Edward ist im Arsch. Aber wir drücken einfach weiter Hebel und laufen. Das geht viel schneller, als dass wir hier kämpfen. Und wenn wir aus dem Raum raus sind, können wir unser Schutzschild einfach wieder herstellen. Das ist super. Das perfekte Verbrechen, Edward. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen, Edward. Okay, wir haben es geschafft.
das war schon eine Weile das Horror-Game meiner Kindheit, ja. Also ich war da schon ein bisschen älter, aber meine Jugend auf jeden Fall. Das habe ich schon sehr geliebt, Eternal Darkness. Eternal Darkness ist das, genau. Mystery ist breit gefächert. Ja. Also ich habe nie ein Spiel wie Disco Elysium gesehen. Das hat mich in jedem Run so gehuckt. Ja, es ist wirklich schwierig. Oh, warte. Ich weiß es, aber mir fällt der Name nicht ein. Warte mal ganz kurz. Muss ich schnell googeln. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Das ist ein bisschen älter, aber falls du es noch nicht gespielt hast, könnte das was für dich sein. Ah, ich weiß es. Wartet. Planescape Torment. Genau. Das ist gepriesen. Das Original aber, ne? Da gab es ja irgendwie so ein Remake mal oder Nachfolger. Das Original Planescape Torment von 1999. Na, obviously. Nicht von 1899. Falls du das noch nicht gespielt hast, das ist ein RPG, das gepriesen ist für seine Story, sein Writing und den Mystery-Charme. Und das wird sehr oft auch als Vergleich für Disco Elysium gebracht. Das würde ich dir da empfehlen. Torment Tides of Numenera ist leider nicht so prall. Ja, das habe ich, ich habe es nie gespielt. Ich habe nur Planescape Torment gespielt, das ist aber auch ewig her. Das ist halt so ein altes RPG, ne? So isometrisch und aber wenn man sich darauf einlässt, ist das, glaube ich, immer noch sehr, sehr gut. Eines der besten Rollenspiele, die ich je gespielt habe. Ja. Was hat es da in-game nochmal mit der Stadt auf sich? Ne, das ist quasi die Stadt von Utherga, wo die seine Lakaien nur warten, die Menschheit abzulösen und das neue Zeitalter der Qualen einzuleiten, so ungefähr. Und wir benutzen jetzt gerade die Türme, die hier stehen, um einen großen Zauber zu wirken, einen massiven Monsterzauber. Und zwar im Idealfall ein Zauber, um die Stadt zu vernichten. Und das versuchen wir gerade. Das ist gerade der Plan von unserem Edward hier. Deswegen machen wir das Ganze. Wir haben es jetzt auch gleich geschafft. Das ist ja ein bisschen langwieriges Kapitel. Und leider wiederholt sich das Ganze bei Alex nochmal sehr ähnlich. Das finde ich leider wirklich relativ schwache Kapitel, weil ich sie ein bisschen einfallslos und lame finde, ne? Immer wieder einfach nur so einen Spiralweg, so einen Labyrinthweg zurückzulaufen zu dem einen Teleporter und dann wieder einen Knopf drücken und dann geht alles wieder von vorne los. Es ist ein bisschen lame. Nicht das stärkste Kapitel. Aber bevor wir zu Alex kommen, kommen wir zum Feuerwehrmann. Das ist nochmal ein verrücktes Kapitel. Das ist nochmal crazy. Da dreht das Spiel nochmal in alter Resident Evil-Manier schon fast den Action-Regler auf 11. Plötzlich kriegen wir Maschinengewehre mit Granatenwerfer und ballern um uns und sprengen alles in die Luft. Das wird super crazy. Das ist auch ein bescheuertes Kapitel, aber ich mag's. So, nur noch drei. Nur noch drei, dann haben wir es geschafft. Was hier los? Eternal Darkness ist hier los. Die Dunkelheit kommt. Oh, ich muss schnell hier rauslaufen. Dann kann ich wieder in den Chat gucken. In dem Raum waren wir noch gar nicht, ne? Da muss ich wahrscheinlich noch einen Hebel finden. Oh, nicht schon wieder so einer. Ich habe kein Interesse. Ich habe kein Interesse am Kämpfen.
Beruhig dich, Edward. Beruhig dich. Alles wird gut. Wir müssen nur noch an der Krabbe vorbei. Und dann sind wir hier auch schon raus. Da guckt die Krabbe. Hey, hier bleiben. Voll unfair. Ah, shit, wir sind noch nicht raus, aber gleich. Hier drin wäre nämlich auch eine Krabbe. Das wäre voll gemein. Schon gut, dass ich die umgebracht habe. In den Raum kommen wir oft. Ich meine, wir haben auch einen Schutzzauber, muss man fairerweise sagen, ne? Da kann man mal schneller, leichter durchlaufen. Ich glaube, ich heile jetzt mal schnell ein bisschen Mana, vorsichtshalber. Psyche, aber nur ein bisschen. Wir dürfen ruhig noch ein paar Horrorvisionen haben, aber so ganz am Limit sein ist nicht gesund. Okay, let's go. Nee, Dennis, ich habe weder Interesse noch eine Meinung dazu. So. Protect, Dispel, Absorb, Summon. Ich bin mir immer nicht sicher, was wir hier brauchen, ehrlich gesagt. Project hoffe ich. Ich hoffe, Project ist richtig. Sonst müssen wir dann nochmal rein, aber das wäre auch nicht schlimm. Der Trapper hat uns erwischt. Gemeinheit. Wartet mal kurz. Brauchen wir gar nicht, oder? Na, ein bisschen, glaube ich sogar. Passt schon. Ups. So, weiter geht's. Oh, ich befürchte fast, der Schalter, den ich suche, wird von der Krabbe bewacht. Das wäre gemein, weil der hat jetzt genau da ein Schutzschild hingezaubert. Aber passt schon, er macht gerade nichts. Dann machen wir jetzt einen Nicht-Damage-Field, sondern einen Dispel-Magic-Zauber im Blau, Stufe 5. Ach so, Quatsch. Shit. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Hat der hier gar kein Schild mehr? Okay, warte, ich muss den mal weghauen. Ja. Hab's mir gedacht, Gemeinheit. Ah, super. Jetzt hat er ein Schutzschild gemacht. Ah, come on, dude. Oh.
Ja, ne, ohne Scheiß. Bei so Trollscheiß da, da schaue ich nicht lange zu. Was soll das? So, let's go. Wir haben es fast geschafft. Das Kapitel ist wirklich ein bisschen nervig. Bin kein Fan, aber wir haben es gleich. Na, nach kurz. Und ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt. Sonst müssen wir nochmal gucken. Nee, ich meine was im YouTube. Nicht auf Twitch, auf YouTube. Im Chat. Hat nichts mit dem Spiel zu tun. Okay, schauen wir mal. Wenn wir alles richtig gemacht haben, dann gibt es jetzt eine Cutscene und wir haben gewonnen. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Shit, es war nicht richtig. Ah, dammit. Ist nicht schlimm. Wir müssen nur eins ändern. So, wo ist jetzt der Hebel? Oh, das ist jetzt blöd, da wir keine Psyche mehr haben. Aber weißt du was, wir haben Schnaps. Ich trinke mal kurz einen Schnaps. Weil sonst saugen uns die jetzt quasi Lebensenergie ab, einfach nur indem die uns anschauen. Also unser Schild machen die beziehungsweise kaputt, was noch viel nerviger ist. Ja, let's go. Wo war hier gleich nochmal der richtige Ausgang? Ich hoffe, es ist der da vorne. Ich bin mir nicht sicher. Okay, geschafft. Und jetzt, ich glaube, wir müssen nur eins verändern. Es ist alles nicht so schlimm. Und dann kann ich da rumprobieren, weil ich glaube, alle anderen sind richtig, bis auf eins. Und zwar das hier, genau. Ich mache uns mal ein neues Schild. Ups, jetzt gucken wir mal. Also Summon war es nicht. Dispel vielleicht? Schauen wir mal. Yes. Wir haben unglaubliche Energie heraufbeschworen, die sich jetzt in der City aufbaut. Wir können sie nicht mehr lange halten oder die Stadt oder sowas. Wir müssen aus der Stadt fliehen und zwar schnell. Ich hoffe, ich kann schnell noch speichern. Das wäre gut. Okay, let's go. Lauf, Edward, mit den Säbelhänden.
Ach Gott. Werden wir gerade, sind wir wahnsinnig und werden kleiner? Nee, ne? Das muss so aussehen. Okay. Er ist ein bisschen fertig. Ich auch, ich auch. Das Kapitel macht mich auch immer fertig, Edward. I feel you. Und 40 Jahre später. Die haben ganz schön lang gebraucht, bis die dann Assassinen hinterhergeschickt haben, ne? Das macht mich beim Zuschauen schon mürbe. Ja, es ist wirklich, das Kapitel ist anstrengend. Was wäre die absurdeste Fallout-Idee? Boah, da muss ich mal überlegen. Ich muss die Cutscene mal abwarten und überlegen währenddessen. The ruins of Engar has been decimated. Without them, I fear we are lost. Your fears are unfounded, servant. This news is irrelevant. I have seen the future that will come to pass. In this vision, I see myself crushing Xenatoth as I was destined to do. My many mouths consume its body from all sides, gnawing at it until nothing remains. This I have seen. This is what will be. Place all our faith in a vision? Yes. Just as I have placed all my faith in you. Okay, ich habe eine ziemlich gute, absurde Idee für Fallout 5. Jetzt passt auf. Das wäre quasi ein Bethesda-Crossover. Im Endeffekt. Müsst ihr euch das so vorstellen. Die ganze Cthulhu-Geschichte, die in Fallout 3 und 4 vor allem schon angedeutet wird, Dunwich Boras und so weiter und so fort, ne? Die wird weitergesponnen und wir öffnen durch irgendwelche uralten Rituale. Ein Cardracer wäre auch gut. Durch irgendwelche uralten Rituale in Fallout 5 wird ein Portal zur Hölle geöffnet und das Ödland wird von einer Invasion von Dämonen überfallen und übernatürlichen Wesen und dann kommt aus dem Portal plötzlich Doomguy und dann müssen die Hauptfigur aus Fallout und Doomguy gemeinsam gegen Todeskrallen und Pinkies kämpfen oder was auch immer für Doom-Monster. Das ist meine Prognose für Fallout 5. Ziemlich sicher wird das so kommen. Ich glaube fest daran. Cardracer wäre aber auch gut. Vielleicht fordern die Dämonen der Hölle und Doomguy auch das Fallout-Universum zu einem Kartrennen um die Seelen des Ödlands heraus. Das wäre auch gut. Kann ich mir auch gut vorstellen. Genau. Alle Bethesda-Lizenzen kommen zusammen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir jetzt machen müssen. Vielleicht muss ich den Brief doch mal kurz lesen. Dear Alex, I left you a small surprise to keep you going when everything things will go viral. It was my favorite tipple. Was ist denn ein Tipple? There are several barrels of it in the basement. Please help yourself to what you can find. My guess is that I won't be needing it. Your loving grandfather Edward. Okay, in den Keller müssen wir wieder. Ha, da fliegen die Bücher. Fallout 5 kommt exklusiv für Windows Phones. Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Hahaha.
Ich meine, wenn wir nicht jetzt die Informationen hätten, ne? Several barrels of it in the cellar. Ah, die Spitzhacke. Okay. Wenn wir jetzt nicht die Information hätten, dass der Sound gemutet wird. Das ist auch ein lustiger Effekt. So, jetzt aber, jetzt beende ich den Satz mal. Wenn wir nicht jetzt die Information hätten, dass Microsoft gerne Gas geben würde, was die Fallout-Produktion angeht, dann hätte ich gesagt, bis Fallout 5 kommt, spielen wir vielleicht wirklich alle nur noch am iPhone oder am Microsoft-Handy, weil es keine anderen Systeme mehr gibt. Aber ja, nee, wahrscheinlich nicht. Fallout 6 spielen wir dann auf unseren Smart Glasses. Ja, oder auf dem Kühlschrank. Kommt bestimmt auch eine Vision. Erstmal kommt wahrscheinlich Skyrim für den Kühlschrank. Während Fallout 6 für die Smart Glasses kommt. Ich glaube, dass die den zu spät erwischt haben, hat was mit dem Zyklus zu tun. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weißt du, Zeit ist halt einfach für so uralte Götter ein bisschen relativ. Was sind schon 40 Jahre für so einen uralten Gott, der die gesamte Menschheitsgeschichte auf seine Rückkehr wartet? Hallo, schon mega geil deine Lore-Videos wegen deiner angenehmen Stimme. Schön mal ein Gesicht hinter der Stimme zu sehen. Weiter so, mein Guter. Dankeschön, Trockenteile. Freut mich sehr. Sehr nett von dir. So, was wollte ich machen? Dispel Magic Stufe 3 reicht in Blau. Nein, nicht in Blau. Aufhören. Wir brauchen Dispel Magic Stufe 3 in Grün. Hallo. Olumumum. Wie geht's? Ist auch ein geiler Name irgendwie. Olumumum. Ist der von irgendwo? Ist der aus irgendeinem Anime oder so? Hat der die Menschen hier drin in dem Zimmer verbrannt? Das erscheint mir ziemlich gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich nicht machen. Das ist ein Fire Hazard. Naja, der verrückte Urgroßvater hat die Leute umgebracht, weil er wusste, dass sie besessen sind von Monstern. Oh oh, und wir hören jetzt auch Monster. Aber nur ein Trapper, glaube ich, ne? Nee, das ist kein Trapper. Das ist kein Trapper. Oh, unser Inventar ist weg. Damn it. Hey, den kannte ich nicht. Ohne Scheiß. Der ist mir komplett neu. Und ich dachte gerade, das ist jetzt wirklich ein Bug. Weil ich konnte auch nichts mehr drücken. Jetzt hat es mich gerade echt erwischt, das Spiel. Ich dachte mir gerade so, Moment mal. Was ist jetzt los? Well played. Guckt nach, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so. Hat mich das Spiel immer noch erwischt. Oder 20. Eher. Wenn überhaupt. Aber ja. Sehr cool. Der ist mir wirklich neu. Den kannte ich wirklich nicht. Sehr cool. So, hör mal auf zu schreien da hinten. Mein Gott. Das Fallout-Ding hatten wir schon am Anfang. Ich habe Magic-Karten von Fallout zugeschickt bekommen und habe die hier live im Stream ausgepackt. Hier. Also genauer gesagt, das ist schon die kleine Box. Das da habe ich von Wizards of the Coast bekommen. Ein Commander-Starter-Deck mit
mutierten Wesen, Todeskralle, der Meister, Frank Horrigan, Mothman. Ziemlich coole Karten mit schönen Artworks. Leider hat die Kamera nicht wirklich scharf gestellt, das war ein bisschen doof. Aber ja, hab mich gefreut. Ich kann zwar kein Magic, hab's nie gespielt, aber die Karten sind schön. Den kannte ich schon. Ich habe nie verstanden, warum mich Mantarok-Zombies eigentlich angreifen. Sollten Mantarok-Zombies nicht eigentlich meine Verbündeten sein hier? Wir haben doch die gleichen Feinde eigentlich, ne? Aber ich schätze, Zombies sind einfach Zombies, ne? Was willst du machen? Ich liebe, dass Magic und Fallout eine Collab haben. Ja, das ist schon cool. Finde ich auch gut. Der Ursprung von Ulumum. Und das kam nur, weil ich in einem Spiel einen Nicknamen suchte, aber einfach nichts ging, weil alles schon vergeben war. Okay, dann habe ich random Tasten gedrückt. Ja, das ist gut. Das ist gut. Zombies. Zombies sind immer gleich, genau. Ein Freund von mir, der hatte auch immer so den Gamer-Namen Lord Marlboro nach den Zigaretten, die er geraucht hat, ne? Und irgendwann hat er sich mal verschrieben, oder ich glaube, mein Bruder hat sich verschrieben, als er seinen Namen eingegeben hat. Und dann wurde Marbo draus und so hat er seinen Spitznamen bekommen. Marbo ist, finde ich, auch gut. Warte mal, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was machen wir gleich nochmal? Ah ja, genau, wir gehen in den Keller. Die Freunde meiner Feinde sind meines Feindes Freunden, Freund. Hä? Muss ich das nicht hier benutzen? Ich dachte schon. Ja, genau. Genau, von Marlboro abgeleitet. Marbo. Ha, ich habe irgendwas falsch gemacht. Reset. Aha, ich bin wahrscheinlich zu weit. Okay, nochmal. Aber jetzt passt auf. 60. 80. Okay, nochmal. 60. 80. 40. Ah, es war eher so 45. Vielleicht bin ich jetzt schon wieder zu weit. Ah, nochmal. Nochmal. Mann, ey. 60. Kann sich nur noch um Stunden handeln. 80. Eher so 45. 40. Sich dann schon öffnen. Und jetzt eher so 45 und dann öffnen. Ja, das ist es. Okay, ich hätte einfach nicht weiter drehen müssen. Das ist alles. Und wir haben das neue Kapitel. Asche zu Asche. Sehr schön. Die Hinter...
den Hintergrund von Lucky Strike. Nee, das sagt mir nichts. Aber ich habe immer Lucky Strike geraucht früher. Aber ich rauche zum Glück schon lange nicht mehr. Storm of metal and fire. And a torrent of souls along with it. Young and vibrant. Yes, I have seen it coming. A worthy sacrifice, I am sure. And one that will allow the greater guardian that resides below to finish its channeling. With this sacrifice of souls I make unto thee, Great One, the gate shall be ready to be opened, and your freedom shall be at hand. Okay, dann würde ich sagen, lesen wir mal Ashes to Ashes. Ja, starten wir noch schnell rein. Wir machen jetzt dann eh gleich Schluss, aber schauen wir noch schnell ins nächste Kapitel. Wherever disaster and death lurk, there is likely to be an ancient just beyond our senses, waiting. They prey on our misfortune and exploit it toward their own twisted ends. When hundreds of oil fields are set ablaze on the heels of war, the ancient's grip tightens, knowing that lives will be forfeit and resources squandered. But a few people make a difference. People like Michael Edwards, a Canadian industrial firefighter hired to put an end to the insanity at the end of the war. Ironically for him, the insanity was just beginning. Danke dir auch, Uwe. How's the temperature in there? It's hotter than hell here. Tja, Sven. I'm getting a little nervous about this one. It feels more out of control than the others. More powerful. I don't know how else to describe it. This is the safest way to blow out these things. You've done this enough to know that. It's by the numbers. It's all good. Just relax. The silicone cloth and the water spray are there, so you're probably wirklich flocky? Oh, das wäre sehr morbide. Das, wenn das wirklich das Lucky Strike Logo ist, boah, das ist übel. Sure thing. Coming back now. We're getting a pressure increase at the well cap. It's gonna tear itself apart. Hurry! Get your team out of. Also quasi eine Atombomben auf Japan-Referenz für alle, die es nicht lesen können im YouTube-Chat oder das jetzt als Video sehen. Also wenn das stimmt, finde ich das sehr geschmacklos. Das ist krass. Der Turm aus Fleisch und Knochen, Flesh and Bone. Das Spiel sieht für ein Spiel aus 2002 echt gut aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich spiele das jetzt auch im Emulator, ne? Ich hab zwar die GameCube-Disc hier, aber ich emuliere das gerade. Meine Sicherheitskopie und deswegen ist die Auflösung auch ein bisschen höher. Aber grundsätzlich sah das schon gut aus, ja. Nur halt ein bisschen verwaschener normalerweise. Die Geschichte mit dem... Ja, ich fand die Turmgeschichte auch krass, ne? Dass man da einfach Tausende von Leichen reinwirft. Oder Lebende reinwirft, die dann sterben. Ich habe mich nur immer gefragt, wie die es dann so beim oberen Rand gemacht haben. Weil die sind ja durch den Sturz nicht mehr gestorben. Aber gut. Hey John, es hat vielleicht mit Mods zu tun, kann das sein? Take it. Save us. All. Okay. Okay, Mike.
Dann let's go. Die sind irgendwie alle immer so cool mit ihrem Schicksal, ne? Da kommt ein Geist aus der Säule und sagt mir, ich soll irgendwas machen. Und dann kommen irgendwelche Zombies. Und Mike sagt, jupp, ich nehme meine Axt und hau die kaputt. Kein Stress. Easy. Ich glaube, ich wäre nicht so cool damit, wenn mir das passieren würde. Aber andererseits sind das halt die Auserwählten, ne? Vielleicht wussten die schon ihr Leben lang, dass es so kommen wird. Die haben nur drauf gewartet, auf den Moment so ungefähr. So, wahrscheinlich nicht bewusst, aber ja. Sie sind tot, Jim. Oh, der ist ganz schön riesig. Guckt euch den mal an. Meine Güte. Riesenzombie. Die Axt ist leider ein bisschen lahmarschig, ne? Aber gleich kriegen wir mit ihm sehr krasse Waffen. Ich kann auch noch nicht zaubern, ne? Ich habe den Tome noch nicht, ne? Na komm, irgendwas. Er visiert mich an. Visier doch an. Aber der Finisher mit der Axt ist irgendwie schön gemacht. Na, der fühlt sich wuchtig an, das ist gut. Das gefällt mir. Ah, guck mal, da geht's schon los hier. Die Leiche eines Soldaten und wir kriegen das Assault Rifle. Wir kriegen Assault Rifle Munition. Wir kriegen eine Pistole. Wir kriegen Pistolenmunition. Wir kriegen Granaten fürs Assault Rifle. Nice. Und ich krieg eine Katze. Na, schön, Leute. Aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier für heute Schluss. Weil es ist schon 9 und ich krieg Hunger. Abendessenzeit. Kater. Come on, halt noch schnell eine Minute durch, bitte. Speichern wir mal schnell. Ja, Kater, ich komme ja schon. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Bits, für die Subs, fürs Dabeisein, für alles. Schöner Bonus-Stream heute. Und nächste Woche geht's dann weiter. Am Dienstag um 18 Uhr mit Resident Evil und dann Fallout. Und da ich nächsten Mittwoch nicht streamen kann, werden wir wahrscheinlich Dienstag ein bisschen länger machen und den Bonus-Stream mit dranhängen quasi. Also nächsten Dienstag extra langer Stream. Vielleicht geht es auch schon früher los. Muss ich mir mal noch überlegen. Vielleicht starten wir schon 17 Uhr. Ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid über den Community-Tab auf YouTube beziehungsweise auf dem Discord-Server. Also nochmals danke für alles und bis Dienstag dann spätestens. Tschüssi. Kada, ich muss mal an die Maus bitte.